ist We Love MMA 53 aus Hannover mit Gonzo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Kollege hat es gesagt, Hannover ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir haben eine wirklich schöne Fightcard, wir haben das geilste Publikum hier in der Stadt, überhaupt gar keine Frage. Und ich würde sagen, wir ziehen es gar nicht raus, wir fangen an. Ladies and Gentlemen, ich hätte ganz gerne einen Auftaktapplaus für unsere Auftaktkämpfer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Christian Böhmert. Und nochmal ein herzliches Hallo hier an die Zuschauer zu Hause bei Bild.de. Mein Name ist Sascha Sharma, neben mir Daniel Stock. Wir werden heute Abend kommentieren für Sie zu Hause. Und wir haben auch schon gleich das erste Duell hier. Christian Böhmert vom Nordic Fight Team. Christian, interessanter Name. Mein Onkel, indischer Herkunft, heißt zufälligerweise auch Christian. Nur wird er mit SH geschrieben, nicht SCH. Ja, es herrschte einige Verwirrung im Vorfeld. Ist das nun ein Christian oder ein Christian? Und selbst beim Nachname Böhmert, da waren sie nicht alle sicher, mit H oder ohne. Aber er hat alles klargestellt, mit K, Christian und Böhmert mit H. Aber das sollen nicht die interessantesten Dinge sein. Der Mann ist jung, 22 Jahre alt. Und er hat schon mal gekämpft bei We Love MMA. Bei We Love MMA 43 war das. Damals war er unterlegen und der will da was gut machen. Der kam nämlich wirklich heiß heute in die Halle. Schon zum Wiegen hat er 60,7 Kilo auf die Waage gebracht. Und hat gesagt, er ist wild entschlossen. Er hat sich top vorbereitet. Man sieht es ihm auch an, da ist kein Gramm Fett am Körper. Jetzt, wo er gerade zurechtgemacht wird von den Cutmen. Da ist der Kampfrichter Gerd Richter bei ihm. Und Christian Böhmert, er hat so ein bisschen die Last natürlich, dass er eben diese Niederlage ausmerzen will. Andererseits, er nimmt den Schwung mit, als erster heute ins Cage zu gehen. Mal gucken, wie er sich dann schlagen wird bei We Love MMA 53. Ja, und der Kontrahent, gegen den er hier heute antreten wird, ist Max Holzer. Und der ist von der Fight School Hannover. Lokales Gym hier, das heute gleich 6 Kämpfer in den Käfig schickt. Sie sind mit einem großen Team angereist und auch mit vielen Supportern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meiner Rechten in der roten Ecke. 22 Jahre jung, beim Einwiegen waren es 60,7 Kilogramm. Der Mann vertritt das Nordic Fight Team aus Wilster. Der ist flink, der ist schnell, der hat harte Hände, der ist auf jeden Fall eine Herausforderung, egal was kommt. Ihr Applaus für Christian Böhmert! Ladies and Gentlemen, in die blaue Ecke tritt aus Hannover Max Holzer! Mit 18 Jahren der Jüngste, der heute hier kämpfen wird. Max Holzer. Stifler nennen sie ihn bei sich im Gym, weil er die Frisur wohl so trägt wie besagte Figur aus diesem American Pie Film. Ich weiß nicht, Sascha, ob du jemals einen davon gesehen hast. Ja. Ich kann für mich zugeben, ich habe ab und zu beim Durchschalten mal ein paar Minuten mir reingeschaut, die Sache. Allerdings hatte Max heute Nachmittag noch etwas längere Haare, eben diese Stifler-Frisur, diese Strubbelfrisur. Und die hat er sich nun gnadenlos runterrasiert, jetzt vorm Kampf. Noch vor dem Kampf? Ja, er, wow, war, okay. Er hatte so 2-3 Zentimeter, so richtig einen Bürstenschnitt. Okay, ja. Den hat er sich jetzt noch abgenommen. So, das ist das erste Mal, dass ich höre, dass sich jemand vor dem Kampf seiner Frisur widmet. Aber naja, George St. Pierre, ich habe mal eine Dokumentation über ihn gesehen, er war trainieren im Jackson Wink, einem der bekanntesten MMA-Gyms der Welt. Und da kreuzt er eines Morgens auf und hat sich die Haare frisch rasiert gehabt. Ah, fresh haircut, ja, wenn ich mich gut fühle, kämpfe ich auch gut. Vielleicht hat Max das jetzt ebenfalls gebraucht. Ist auch so ein alter Spruch von manchen Trainern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meiner Linken, 18 Jahre ist er alt und damit ist er der Rookie der heutigen Veranstaltung. Seine Amateurbilanz, 4 Kämpfe, 4 Siege. Wenn es nach ihm geht, kann es so weitergehen. 60,9 Kilogramm eingewogen. Er kommt aus der Kaderschmiede der hiesigen Region. Aus der Fight School Hannover, Max Holzer. Ja, sieht sehr ruhig und abgebrüht aus. Ladies and Gentlemen, Kampf Nummer 1. 61,2 Kilo ist das Limit. Wir bewegen uns im Bantamgewicht.
Zwei Runden nach 5 Minuten ausgemachte Distanz. Steffen Ramelow und Parteischer im Ring. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die beiden machen mit Sicherheit ein Fass auf. Christian Böhmert und Max Holzer. Wenn man bei so jungen Leuten von Erfahrung sprechen darf, dann bringt Max Holzer ein bisschen mehr mit. Er hat nämlich 4 Amateurkämpfe gemacht. Hat frei zur ersten Runde. Bisher ungeschlagen. Bin mal gespannt, was er heute hier zeigt vor eigenem Publikum. Der Rechtsausleger, ja. Es ist gut, dass er die Haare kürzer hat, weil beide tragen so schwarze Kampfshorts. Kann man schnell mal verwechseln. So. Ah, Böhmer hat nach Druck. Sauberen Boxen kommt er nach vorne. Und Krishan kontert mit Kicks. Max Holzer fühlt sich hier sehr wohl im Boxen. Beide jetzt im Clinch. Schön, gut geshootet für den Takedown. Holt sich jetzt auch den Takedown gegen Böhmert. Und da haben wir schon die Anfeuerungsrufe. Stifler. Also den Namen trägt er nicht umsonst hier. Ja, der Stifler macht eine gute Arbeit. Er kontrolliert hier die Hand. Von Christian Böhmert. Baut hier weiter seine Kontrolle aus, macht das sehr gut. Hat hier die rechte Hand hier hinter dem Rücken, kontrolliert damit die Hand von Böhmert. Der muss kann jetzt hier richtig schön reinhauen. Nimmt jetzt viele, viele sehr kurze Treffer, er wird da schon ermahnt. Sehr gute Kontrolle hier von Holz. Und Christian Böhmert muss schauen, dass er da rauskommt. Der Ramelow guckt da schon ganz genau, der Kampfrichter. Macht er sehr stark. Kann hier immer wieder treffen, ja. Immer wieder zum Kopf die Treffer. Das macht er sehr gut. Er hat immer noch die Kontrolle über die Hand. Christian Böhmert ist in großen, großen Schwierigkeiten gerade. Ja, da ist kaum Abwehr zu sehen. Gerade mal, dass Böhmert mit seinem linken Arm immer versucht, so ein bisschen sich zu decken. Wieder Treffer. Das geht nicht mehr lang. Gut. Er macht ihn immer wieder platt. Ja, da kommt schon die Ermahnung, das Klatschen nochmal. Gleich gewesen. Da ist der Schluss. Da kommt er einfach nicht mehr raus. Nee, der windet sich zwar. Einfach nicht raus. Aber er kriegt seinen rechten Arm nicht frei. Und Max Holzer, der holzt da wirklich da auf ihn ein. Richtig drauf, ja. Geht schön hier mit dem Kopf unter die Achselhöhle. Behindert damit den Arm hier von Böhmert. Da hat er gerade noch einen Hammer eingebaut, kurz mal, der Holzer Max. Da kommt er einfach nicht raus aus dem Griff. Nee, Böhmert, das ist ganz falsch. Jetzt, wenn du mit deinem linken Arm noch greifst, dann bist du komplett offen. Ja, aber jetzt noch hat er ihn frei. Jetzt hat er die Arme frei. Spiel. Aber Max ist jetzt schon dabei, hier die Guard zu passieren. Hier ist in der Cross-Position. Das waren erste harte drei Minuten. Ja. Ja, steigt jetzt hier in die Backmount hinein, das wird es gleich gewesen sein. Ja. Der stretcht ihn aus. Der Arm-Triangle ist dort. Er klemmt den Arm und den Kopf ein. Jetzt wirkt er ihn ab und das war's. Und Tipp. Hoffnungslos überfordert. Stark gemacht von Max. So, da war 1,53, war noch auf der Uhr. Ohne Probleme. Souveräne Vorstellung hier von richtig Max souverän. Holzer. Der Stifler. Der Hannoveraner sorgt gleich für den ersten Sieg eines Lokalmatadoren. Und für den ersten Sieg der Fight School Hannover. So, schön rübergestiegen zum Arm and Triangle. Schön das Gewicht nach vorne gebracht. Und da konnte Christian nichts mehr tun, außer abzutappen und den Sieg hier. Der erste Sieg für die Fight School Hannover ist in den Büchern. Der sieht noch topfrisch aus. Guck dir den an. Ja, er hat ja auch nichts abbekommen eigentlich. War kurz im Schlagabtausch drin. Hier aus dieser Kontrolle hier, aus der sogenannten tschetschenischen Handschelle, da ist er einfach nicht mehr rausgekommen. Das war der zweite Auftritt von Christian Böhmert hier bei We Love MMA. Jetzt zweite Niederlage. Na, da muss er sich erstmal, glaube ich, ein bisschen woanders beweisen.
dass er da nochmal wiederkommen kann. Schade für ihn, hat sich viel vorgenommen. Aber da kam er nie rein in dieses Gefecht. Und nie raus aus der Klammerung. So, das Team, das ist zufrieden. Das Team der Fight School Hannover. Mit Damiano und David Palukai. Mit Johnny Palukai. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, erster Kampf ist zu Ende. Gemäß den Traditionen von We Love MMA hätte ich ganz gerne als allererstes für einen guten Kampf einen großen Applaus für Christian Pöhmert und Max Holzer. Ladies and Gentlemen, wir haben ein Urteil in Kampf Nummer 1. Er endete in der ersten Runde nach 3 Minuten 8 Sekunden bei Referee Stoppage. Grund dafür war ein Tap-Out. Der Sieg bleibt hier in Hannover. Er geht an Max Holzer. Ja, war ein aufmunternder Applaus für Christian Böhmert und sicherlich ein anerkennender Applaus. Ladies and Gentlemen, hier zu meiner Linken steht er. 4 Amateursiege, jetzt ist der erste Pro mit dabei. Und nochmal, der ist der jüngste Mann hier drin, hat den Abend für sich heute natürlich gut begonnen. Ihr Applaus für Max Holzer. Max, sag was zum Kampf. Also ich sag mal, das sieht ziemlich glatt aus. Ja, im Stand ging es klar alles. Auf dem Boden habe ich dann angefangen zu dominieren und konnte den Kampf dann für mich entscheiden. Ja, kürzer und präziser ist es nie gesagt worden. Sagen wir mal so, das ist, also ich sag mal, ich kenn ja deinen Trainer schon eine ganze Weile, ich weiß auch, wie ihr gelagert seid, ich weiß, dass ihr also eigentlich ungern greppelt, sondern eigentlich im Boden eher besser schlagt. Das war ein guter Ablauf, keine Frage, der Arm-Triangle ist aber auch nicht so einfach. Trainiert, reingerutscht, was war's? Also wir trainieren das. Ich trainiere jeden Tag, 2-mal. Und ja, das ist das, was wir immer machen, ne? Was soll ich da sagen? Was geht da, Hannover? Max, ich mach's mal kurz. Der Kampf war geil, das mit dem Interview üben wir noch. Trinken Bier hast du dir verdient. Macht's gut, Jungs. Applaus für unseren Kämpfer.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will die Gelegenheit kurz nutzen, das Kampfgericht vorzustellen. Die heutige Veranstaltung ist lizenziert von der GEMA, vertreten durch den Supervisor Frau Sabine Behrendt. Unparteiische im Ring. Steffen Ramlo haben wir schon gesehen. Gerd Richter würde die anderen Kämpfe übernehmen. Wir kommen zum Kampf Nummer 2. Federgewicht das Limit. Ladies and Gentlemen, bitte grüßen Sie bitte mit Ihrem Applaus Hassan Paniasat. Hassan Paniasat vom La Onda Club Magdeburg. Daniel, du wirst wahrscheinlich ein bisschen recherchiert haben. Was hast du denn uns zu diesem jungen Mann zu sagen? Ich habe in guter alter Strebermanier ein bisschen Vorfeldbeschuss gemacht, weil die Kämpfer einzeln abgeklopft, mit ihm gesprochen. Sein ist natürlich, dass er vom La Onda Team aus Magdeburg... Also übertritt in den Cage, Sayed Sharifi. Ladies and Gentlemen, neben mir Gerd Richter hat die Augen drauf, das alles mit rechten Dingen zu tun. Geht, Federgewicht ist das Limit, 65,8 Kilogramm nicht unterschritten. Geht der Kampf über die Runden, sind es zwei davon, fünf Minuten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Federgewicht heißt nicht blinzeln, die sind blitzeschnell. Die Applaus für Hassan Paniasat und Sayed Sharifi. Wenn man die beiden jetzt so sieht, wie sie sich gegenüberstehen, da ist fast der Mann, der gerade mit dem Rücken zu uns steht. Sayed Sharifi, der sieht für mich älter aus und wie reifer. Obwohl er doch eher jünger ist als Hassan Paniasat, sein Gegner. So, wir sind im Federgewicht, das heißt, die beiden Jungs sind leichte Kämpfer, sicherlich bewegliche, schnelle Typen. Sayed wechselt hier die Auslage, mal links, mal vor, mal rechts vorne. Zirkelt um Hassan herum. Ein sehr ruhiger Beginn von beiden hier. Da mal vereinzelten Kick. Von Hassan, glaube ich, habe ich noch gar nichts gesehen. Das war so ein erster angedeuteter Schlag. Jetzt auch ein Kick in der... Oh, smart. Schnelle Hände von Sayed. Das sah schön aus, ja. Sehe da schon Blut auf der Brust? Von Hassan? Er hat ihn, glaube ich, vorne an der Nasenspitze erwischt. Also Hassan kann sein, dass er da vielleicht ein bisschen empfindlich ist. Nur mal schauen, wenn die Kameraposition mal wechselt, beziehungsweise die Einstellung. Ich glaube eher, dass das Brusthaar ist. Ja, und Sayed probiert es hier mit dem Takedown. Der will den Kampf wohl schnell auf die Matte bringen. Und auch hier wieder greift sich das Bein. Oh, schöner Wurf. Rum. Aber kann ihn nicht am Boden halten. Na, Hassan wollte auch schnell hoch. Man hat sofort gesehen, der drückt sich gleich wieder ab. Um nun seinerseits. Probiert es jetzt selber. Ist hier im Guillotine-Griff drin. Da muss er jetzt aufpassen, wenn er Sayed wirft. Aber hier wieder befreit. Und auch hier wieder der Takedown-Versuch. Bodylock-Position und beide werfen sich. Stark, gut gemacht. Sayed wieder zur Guillotine. Beide versuchen sie hier die ganze Zeit gegenseitig zu werfen. Schön gemacht. Von Hassan, der jetzt oben in der Mount-Position ist. Der vermeintlich ältere der beiden. So, aber da zögert er mir jetzt ein bisschen zu lange. Da macht er nichts draus. Ja, das ist das Paradoxe. Es ist eine der besten Positionen, die man im Bodenkampf einnehmen kann. Dennoch gibt es Leute, die zögern. Jetzt hat er sich erst freigemacht. Jawohl. Aber Sayed, der scheint auch kräftig genug zu sein, ihn da einfach wegzuschieben. Hat jedenfalls fast geklappt gerade. Muss jetzt nur aufpassen, dass er da keine Schläge bekommt. Windet sich, dreht sich. Und Hassan holt sich den Rücken. Ist in der Back-Mount-Position, hat ihn aber noch nicht ausgestretcht. Das ist eine sehr, sehr schlechte Position. Aber wenn Sayed hier zusammengekauert bleibt, ist er relativ sicher. Er ist eigentlich nicht wirklich sicher.
aber er nimmt hier nicht allzu großen Schaden, kann ja nicht so leicht gewürgt werden. Hassan bringt jetzt seinen Arm unter das Kinn von Said. Ja, aus der Position ist es sehr schwierig, ihn jetzt zu würgen. Was er versuchen wird, ist, ihn auszustretchen. Genau, das probiert er jetzt hier. Dann ist der Hals nämlich viel exponierter. Das geht jetzt hauptsächlich aufs Kinn. Ja, und kostet vor allem noch viel Kraft für Hassan. Oh, jetzt ist er aber tief drin. Jetzt ist er richtig reingerutscht. Ja, aber Said muss jetzt gucken. Versucht noch, da die Arme wegzuziehen. Ja, jetzt stretcht er ihn aus. Er macht es umgekehrt. Eigentlich müsste er ihn zuerst ausstretchen und dann würgen. Aber er würgt ihn jetzt. Er setzt den Würger jetzt schon mal an und stretcht ihn dann aus. Ganz nah dran, Gerd Richter, der glaube ich mit der Nase in Spitze schon dran klebt an der Aktion. Das wird schwierig. Das wird schwierig für Said. Aber Hassan, der kommt gar nicht dazu, so richtig Zug aufzubauen. Hat zwar seinen linken Arm da durchgebracht. Und jetzt zieht dann freiwillig raus, bricht also die Aktion ab. Saeed Sharifi, der wird schauen, dass er diese verbleibenden 25, 26 Sekunden hier noch übersteht. Und der greift sich jetzt den Kopf von Hassan. Das wird wohl in der Position hier enden. Ah, Hassan Pamirsad, der kann da den Kampf nicht vorzeitig beenden, so sieht er aus. Versucht auf den Armhebel zu gehen. Oh, schön. Respekt für Saeed. Ende der ersten Runde. Da hat Saeed noch mal versucht, am Ende etwas Schaden zu machen. Da war er wohl etwas frustriert, dass er nicht so leicht rausgekommen ist. Naja, war am Anfang auf jeden Fall der etwas aktivere. Hat sie immer wieder mit den Takedown versucht. Schön getimed. Gutes Ringen. Da hat er das erste Mal auf den Boden gebracht, aber Hassan ist sofort hoch und Saeed hat ihn noch hochkommen lassen, hat er nicht nachgesetzt. Ja. Also Kraft gelassen haben sie beide in dieser Runde. Der eine bei dem Versuch, das Ganze vorzeitig zu beenden, nämlich Hassan Pamirsad, und der andere hat ordentlich Körner gelassen, um da alles abzuwehren. Saeed Sharifi, ich glaube, der ist ganz schön ausgepumpt. Ah, Saeed sah gegen Ende der ersten Runde aber noch relativ fit und aggressiv aus. Er kam dann hoch und hat gleich nochmal nachgesetzt. Selber. Interessant wäre es gewesen, wenn es dann noch 30, 40 Sekunden im Stand weitergegangen wäre, wie. Ja. Wie er dann durchgeatmet, geschnauft hätte. Ladies and Gentlemen, bewegen Sie Ihre Hände, es geht in die zweite Runde. Ein Frei, Round 2. Und Hassan gegen Saeed. So, vielleicht ist es zu hören, in der Ecke von Saeed Sharifi ist mit Angelika Veit eine der wenigen Frauen, die so als Coach in diesem Bereich arbeiten. Und jetzt kommt wieder dieses Belauern. Das hatten wir auch schon am Anfang der ersten Runde. Wenig Aktivität. Spinning Backkick. Oh, jetzt wird es einen schönen Wurf geben. Schön, gut gemacht. Schön in den Bodylock hinein. Hassan dreht sich nochmal, versucht sich rauszudrehen. Der Winkel stimmt nicht ganz, aber er ist trotzdem gefährlich tief drin. Und er kriegt aber so zieht. Nein, Hassan schafft es nochmal. Aus der Position war es einfach. Wenn der Winkel nicht stimmt, sobald er nur ein paar Grad nicht parallel hinter dem Gegner ist, funktioniert dieser Choke fast nicht mehr. Also es ist sehr, sehr schwierig. Muss man schon eine Bärenkraft aufbringen. Es ist natürlich aber sehr verführerisch, wenn du einmal in dieser Position bist und hoffst, du kannst dann dazu aufbauen. Oh, sehr schön, das habe ich jetzt, das hat man kommen sehen, wenn man sich ein wenig mit dem Bodenkampf auskennt, da hat man kommen sehen, dass Saeed jetzt hier gleich gedreht, also gesweept wird.
Und jetzt ist Hassan wieder oben. Das kehrt so ein bisschen das zurück, was in der ersten Runde schon passiert ist. Die ersten paar Kicks, die ersten paar Schläge teilt Zayat aus und dann ist Hassan der Mann, der am Boden die obere Position hat. Wir werden gucken, was er jetzt draus macht. Es geht auf den Rücken. Oh, sehr schön. Gleich in die Mount gestiegen. Ja, fast in die Mount gestiegen, ja. Na doch, er ist in der Mount. Hassan in der Mount von Zayat. Auch jetzt hier wieder, da haben wir uns schon in der ersten Runde gesehen. Körperkopf. Jetzt versucht das. Hassan hat er richtig gezielt, hat die rechte erstmal gehalten in Abschussposition, bevor er dann den Schlag gesetzt hat. Hat sich die Zeit genommen, um einen harten Schlag zu setzen. Ja, das ist auch so eine Sache. Man darf hier nicht zu übermütig werden. Man darf hier nicht zu sehr versuchen, gleich viele harte Treffer zu landen. Das kann darin enden, dass der Untermann sich gleich wieder rausdreht. Ja, und das ist wiederum dieses, ich wollte schon sagen, das ist natürlich verführerisch, wenn man eine Position hat, von der man weiß, sie ist eigentlich stark und gut. Und dann fehlt einem vielleicht noch die Kampferfahrung. Dann denkt man, jetzt muss ich es erzwingen. So. Das ist dann gut in der Backward-Position drin. Kann Zayat schlagen, ohne dass der sie richtig zur Wehr setzen könnte oder sehen könnte, wo er die Schläge kommen. So, der muss jetzt auf jeden Fall schauen. Jetzt Stein aus. Da waren wir auch schon wieder in der ersten Runde. In genau dieser Position hier. Aber solange Zayat seine beiden Hände hat, um zu verteidigen, wird das schwierig. Er macht selber viel zu wenig, um nochmal eine Wendearbeit zu führen. Die erste Runde hat er abgegeben, also die dürfte Hassan gewonnen haben. Ja, und die zweite wird er auch gewinnen. Die zweite geht jetzt auch an ihn. Sollte nicht Zayat jetzt wirklich nochmal rauskommen und dann... Aber dann muss er wirklich explosionsartig was bieten. Das hat er gut nochmal verteidigt, aber Hassan ist hier die ganze Zeit an ihm dran. Die ganze Zeit an ihm dran. Schön ist aber, dass das Publikum in Hannover wirklich diese Aktion nochmal würdigen weiß, dass Zayat da wirklich kämpft, sich rauswindet, versucht sich frei zu machen. So, jetzt holen sie beide ganz schön tief Luft. Wenn Zayat jetzt hier nicht irgendein Wunder aus dem Hut zaubert, dann wird der Kampf verloren sein. Er muss hoch, glaube ich. Er muss hoch und das, was er am Ende der ersten Runde geboten hat, müsste aber jetzt in den nächsten Sekunden kommen. Wenn er jetzt hochkommt, hat er noch eine halbe Minute. Dann kann er vielleicht noch selber eine Aktion setzen. Aber so... Hassan macht das wirklich gut. Er ist entweder auf seinem Gegner drauf oder in seinem Rücken drin. Zayat hat bis jetzt noch kein Mittel dagegen gefunden. Ja, der Kampf läuft für Hassan Pamirsad und er läuft vorbei an Zayat Sharifi. Der kommt doch gar nicht zurecht mit diesem Gegner da aus Magdeburg. Und jetzt sind es nur noch wenige Sekunden. Nein, das wird der Sieg. Der wird aber nicht mehr vorzeitig, denn jetzt kommt gleich die Fanfare. Ende der zweiten Runde, Ende des Kampfes. Hassan Korkus Pamirsad bestimmt hier diesen Kampf. Und hat wirklich nur wenige Sekunden immer am Anfang einer jeden Runde seinen Gegner etwas mitmachen lassen. Und danach hat er das kontrolliert. Ja, das ist wirklich, für mich war Zayat der bessere Ringer, denn er hat hier die besseren Aktionen, die besseren Würfe gehabt. Aber er konnte seinen Gegner einfach nicht am Boden halten, wurde immer wieder gedreht, schöne Aktion hier. Das war wohl der Move des Kampfes, diese Rolle hier. Ja, und Hassan hat sich einfach immer wieder die Top-Position geholt, hat aus der Mount heraus geschlagen. Sobald sich Zayat herausgedreht hat, war er in seinem Rücken drin. Und er hat kein Mittel gefunden, da wieder rauszukommen. Zumindest nicht in der zweiten Runde. Zay hat einfach noch so wenig Erfahrung gehabt, dass er weiß, wie muss er reagieren. Weil er ist ja ruhig geblieben. Er hat ja auch nicht überhastet oder so. Das war soweit schon ganz ordentlich. Er hat den Kampf verschlafen. Aber er hat es richtig verpennt, da irgendwann mal Aktivität zu entwickeln. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Traditionen im Cage, geben Sie eine große Hand, das war ein großer Kampf. Hassan Pamirsad, Zayat Sharifi, schöner Kampf war's. Ladies and Gentlemen, wenn es über die Runden geht, war es beim MMA immer eng und die Kämpfer waren nahezu gleichwertig. In diesem Fall waren sich die Judges einig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit 13 Richterstimmen
geht der Sieg an den Mann aus Magdeburg vom Londoner Team. Hasan Banirsan. Klarer Sieg für Hasan Banirsan und damit ist er zurück auf der Gewinnerstraße. Drei Kämpfe, jetzt zwei Siege. Ja, und Sayed Sharifi, der hat bei seinem dritten Auftritt bei We Love MMA die zweite Niederlage einstecken müssen. Ja, wir steigen eine Gewichtsklasse auf. Das nächste Duell wird im Leichtgewicht bis 70 Kilogramm stattfinden. Hannover, aufgepasst! Sichere dir jetzt deine 15% Rabatt für den 27.03.2021. Schnell und einfach auf welovemma.de. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein gutes Stück MMA, was wir gerade gesehen haben. Die Folgekämpfer werden sich ranhalten müssen, um da mitzuhalten. Andererseits haben wir noch eine ausgesprochene leckere Fightkarte. Ladies and Gentlemen, Kampf Nummer 3. Bitte begrüßen Sie hier im Cage Joseph Dokor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Cage betritt er ihm gegenüber Mohamed Sari. Das könnte fast der Sohn sein von Joseph Donkor. Mohamed Mo. Das Limit 73 Kilo haben beide nicht überschritten. 2x5 Minuten ausgemachte Distanz. Steffen Ramelow und Parteischer im Ring. Ich freue mich auf eine ordentliche Keilerei. Gegeben durch Joe Donkor und Mo Sari. Mo Sari, etwas leichter hier als sein Gegner. Was auch darauf schließen lässt, dass er wahrscheinlich kein Gewicht gemacht hat. Joseph allerdings genau hier im Limit, was darauf schließen lässt, dass er... Second Sound, frei aus dem Ring. Wahrscheinlich haben wir ja schon einen Gewichtsunterschied von 5 Kilo im Käfig zwischen den beiden, was natürlich nicht unerheblich sein kann. Ja, wenn man die beiden anguckt, da wirkt Joseph natürlich richtig wie so eine Maschine dagegen. Ein sehr karatemäßigen Stil. Das rechte Bein weit vorne, bereit für den Frontkick, die Hände unten. Na gut, wir haben natürlich jetzt zwei Kandidaten mit Joseph, der übers Judo, Taekwondo, BJJ und Ringen zum MMA gekommen ist und mit Mo Sari. Der hat angefangen mit BJJ, dann Muay Thai. Und jetzt geht hier die Fahrt ab für Joseph Donkor. Joseph Donkor, seiner Ecke einen sehr, sehr erfahrenen Mann und Trainer, der ihm bestimmt einige Tipps gezeigt hat hier im Bodenkampf. Holt sich den einen Hook. Das eine Bein ist drin, das zweite Bein ist auch drin. Ah, das wird es gleich gewesen sein. Wenn er nur halb so gut im Boden ist, wie er sich hier im Stand bewegt hat, dann wird es gleich zieht er, er hat einfach Bärenkräfte. Guck dir das an. Ja, oh, Gott. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh. Wow. Krass, die Schulter ganz. Wow. Dass er darauf geht. Normalerweise gehen die meisten hier in dieser Position auf einen Rear Naked Choke. Aber diesen Griff hier, Wahnsinn. Und Mo, der hält da noch gegen. Ja, das kann sehr, sehr belastend für die Schulter sein. Wow, wie er hier mit dem Bauch drückt. Müssen wir gleich hier an das Kommentatorenpult hier rechts von mir nachfragen an Spezialist Rani Sadeh, wie man diese Technik nennt, weil ich habe sie bisher selber auch noch nicht gesehen. Und jetzt geht er hier zum Bürger ran und hier Mo hält aber den Finger hoch, den Daumen hoch. Ja, aber das ist zu wenig. Das kriegen auch die Kämpfer vorher im Rules-Meeting extra erklärt. Finger hoch reicht nicht, die müssen Aktivität zeigen. Ja, zeigt immer noch den Finger hoch. Ja, das ist auch mehr oder weniger ein Reflex hier. Aber, ja. Nee, die kommunizieren schon. Der kommuniziert dann mit dem Kampfrichter. Ja, ja. Ich finde, das sieht
brachial aus, was hier Joseph macht. Ich sehe noch nicht so richtig die Effektivität darin hier. Er hat jetzt den Arm und den Kopf drinne in einer Würgeposition. Das ist wieder eine Art Armen-Triangle. Aber er kann den Kampf hier noch nicht beenden. Ne? Jetzt ist er in der Mount-Position. Und jetzt kommt Joseph hier mit wieder. Ground and Pound arbeiten. Jawohl, das macht er. Aber nur kurz. Jetzt wird er was anderes probieren müssen. Aber er macht das extrem stark hier. Also ich kann mich noch erinnern, weil in seinem letzten Kampf, da hat er einfach das Pech gehabt, dass er einen so starken Gegner hatte und nicht wirklich zeigen konnte, was er kann. Jetzt hat er die Möglichkeit, das zu zeigen und bin begeistert bisher. Ja, da hat er in der zweiten Runde durch TKO verloren. Mit Joseph Donko, bis dahin war es eigentlich ein super Kampf von ihm. Ja, und bisher dominiert er, klar. Zieht wieder den Arm nach hinten. Ja, das ist eine mördermäßige Kontrolle. Oh, und das Publikum, die das zischen alle hier durch die Zähne. Durch so, oh, das da hört man schon, dass alle da mitmachen und mitempfinden. Und jetzt kann er hier aber richtig reinholzen. Das wird jetzt nicht gut werden für Mohamed. Und hier gräbt er. Aber er ist zu ineffektiv. Es sieht böse aus, aber er ist nicht so effektiv. Er versteift sich da irgendwie. Jetzt fängt er erst an und versucht, eine Schläge zu setzen. Er versteift sich da unheimlich. Er will irgendeinen Hebel. Er will nicht auf den Bürger gehen. Warum, weiß ich auch nicht, weil der wäre auch da. Jetzt zieht er durch. Genau drunter. Das war's, ja. Oh, jawohl. Sehr stark gemacht von Joseph Donko. Sehr stark und überlegen gemacht. Starker Kampf, starker Sieg. Aber vor allem starker Auftritt von Joseph Donko. Ich glaube, den hat es auch noch angefuchst, dass er da verloren hatte gegen Andy Höttke. Hat es vielleicht sogar ein bisschen unnötig spannend gemacht. War vorher schon immer in so starker Position. Ich glaube, gegen einen physisch so kräftigen Gegner anzutreten, das ist auch für Mo Sarri. Schöne Hand hier. Schön die Führhand reingehauen. Das war ein klares Problem. Der war gleich beeindruckt. Mohamed, dann hat er selber mit einem ungestümen Gang nach vorn probiert und ab da ging dann alles gegen ihn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, war ein ordentliches Stück Bodenarbeit. Ich hätte ganz gerne ein ordentliches Stück Applaus für beide Kämpfer. Joe Donko und Mo Sarri. Stark gemacht vom Mann vom VfL Wolfsburg. Ladies and Gentlemen, wir haben ein Urteil. Der Kampf endete nach 3 Minuten 14 Sekunden in der ersten Runde. Tap out by Rear Naked Choke. Der Sieg geht an den Mann aus Wolfsburg, Joe Donko. Joe Donko beendet das dritte Duell des heutigen Abends. Das dritte Duell, das auch vorzeitig endete. Ja, ist ein ziemlich flotter Ablauf hier. Nein, das zweite. Der zweite vorzeitig. Der zweite Kampf, der ging über die Zeit. Ah ja, stimmt, ja, verzeihung. Den hat aber Hasan Pamirsad so dominiert, dass wir gedacht hätten, naja, da könnten sie jetzt auch schon abblasen, die Sache. Aber Respekt an Joe Donko und Sascha, wie alt bist du nochmal? 32. Siehst du mal, mit 34, guckst du dann? Ja, so sieht der Mann heutzutage mit 34 aus. Sieht aus, als wäre in seiner körperlichen Prime. Hingemeißelt, also wirklich. Mit einem gewissen Respekt und Neid muss ich es anerkennen. Sehr stark gemacht, sehr stark gemacht. Ja, und wir klettern wieder eine Gewichtsklasse weiter runter, wenn Finn Schmetzer und Lawrence Hood im Federgewicht gegeneinander kämpfen. Härtesten Kämpfer. We love MMA, ist der Hammer. Ich liebe diese Veranstaltung. Live in deiner Stadt. Hast du schon dein Ticket? Eine Schlagparade. Oh, wow, da war ein Flying Triangle. Was ein spektakulärer. Und der Sitz. Das war's. Er hat den richtigen Armhebel, das war's. Wow. Und in der Body Triangle und Chakaoui kann den Würger ansetzen. Der Würger sitzt tief. Der sitzt wirklich tief, ja. Der sitzt wirklich tief. Und er hat den Zepter ab. Wow, starkes Comeback.
Knie auf was gut geziert. Auf das linke Bein hier. Beide ziehen einen Leglock War hier. Der eine versucht an den Fuß des einen heranzugehen, der andere verdreht ihm das Knie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also der eine mit dem Tor, der andere mit dem Heel. Und da gab es den Tap und das ist der Sieg. Genau das. Und das wird's gewesen sein. Das war's. Ja. Der ist weg. Der da ist war weg. Der und das war's. Blitzschnelle Titelverteidigung für Adrian Zeitner. Ah, am Hebel. Der ist gebrochen. Oh nein. Ach du liebe Zeit. Wir haben hier den Armhebel. Mäßige Armhebel. Und ihr seht's. Wenn ich das schon sehe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf Nummer 4, wir gehen in der Gewichtsklasse wieder ein Stück runter, Federgewicht, das Limit. Ladies and Gentlemen, Veteran einiger Kämpfer, ihr Applaus für Finn Schmetzer. Meine Damen und Herren, ihm gegenüber tritt ein Homie, Lorenz Hoth. Von der Fight School Hannover, der Mann mit dem schönsten Gewicht, das Limit, 2x5 Minuten ausgemachte Distanz. Gerd Richter, unparteiischer im Ring. Ich freue mich auf die erste Bewerbung um den Kampf des Abends. Hier Applaus für Finn Schmetzer und Lorenz Hoth. Lorenz Hoth auch hier wieder ganz genau im Gewichtslimit drin. Er hat so eine grazile Statur und auch grazile Bewegungsart. Bin mal gespannt, dass er schon hier reingekommen ist in den Käfig. Hat er einen höflichen Knick gemacht, sich verbeugt. Seconds out. Ringfrei zur ersten Runde. Verstanden. Na gut, gute Kinderstube und Kampfsport schließt sich ja nicht aus. Ja, beide haben lange Arme, wenn man so guckt. Lorenz sehr ruhig, die Hände weit hinten. Jetzt würde er Schmetzer einladen wollen. Oh, linker Highkick. Kontert hier. Oh, schön. Sehr schön, schöner Knee-Tap. Und da haben wir es ja. Wahrscheinlich eher ein Freistieler, so wie er jetzt gerade den Takedown runtergebracht hat. Und er kontrolliert ihn ganz gut. Naja, Finn wirkt da so ein bisschen wild, ein bisschen hektisch gerade. Will sich da rasch freimachen. Ja, Finn versucht sich hier nach oben zu kämpfen, aber er hat nicht wirklich die Kontrolle, um das zu tun. Lorenz macht sich schwer. Und da beide so lange Arme und lange Beine haben, wirkt es ein bisschen ungelenk manchmal, wenn die da so zu Werke gehen. Auf was Finn gehen möchte, er wollte auf ihren Würger hier gehen. Sein Bein quasi wie als, wie soll man sagen, wie ein Seil eingesetzt. Lorenz hat es jetzt mit 2-3 kurzen Schlägen probiert. Ja, nochmal. Er setzt da erstmal ein bisschen Druck, dass Finn verteidigen muss. Ja, das macht Lorenz sehr gut. Er hat ihn jetzt gerade geworfen und seitdem hält er ihn eigentlich unten. Und jetzt ist er im wahrsten Sinne des Wortes oben auf Lorenz Hoth. Lorenz macht das sehr gut. Macht immer gerade so viel, schlägt immer gerade so viel, wie er muss. Und sobald Finn versucht, nach oben zu kommen, ist Lorenz sofort wieder zur Stelle, um das zum Schweigen zu bringen, diese Versuche zum Schweigen zu bringen. Da geht er hier wieder auf die tschetschenische Handschelle. Und jetzt sind sie in der vollen Guard. Lorenz drückt hier Schmetzer. Ah, deckt Finn Schmetzer da ein. Deckt ihn gut mit Schlägern. Sind jetzt keine K.O.-Schläge, aber er beschäftigt ihn. Passiert immer wieder. Da waren jetzt 2, 3 etwas härtere Treffer dabei.
Das macht Laurenz wirklich sehr gut. Er bringt ihn immer wieder runter. Finn kann sich da überhaupt nicht befreien, obwohl er schon immer auch versucht, sich hinten gegen das Gitter zu schieben. Sehr gute Kontrolle. Sehr gute Kontrolle. Steigt jetzt hier gleich in die Mount hinein. Hat hier die Hand unter Kontrolle. Jetzt. Mount-Position. Sehr gut gemacht von Laurenz. Der muss jetzt aufpassen wegen Fußhebel. Befreit sich aber sehr gut. Komplette Kontrolle von Laurenz heute. So, Finn ist rein darauf bemüht, Finn Schmerzer hier die Sache zu unterbinden, dass Laurenz dann nicht weiter an ihm arbeitet. Ist nicht dran zu denken, dass er überhaupt wegkommt vom Boden, dass er da rauskommt. Laurenz macht es hier sehr souverän, aber ohne, dass er jetzt auf Teufel komm raus hier versucht, irgendwas zu beschleunigen und noch in dieser Runde unbedingt ein vorzeitiges Ende herbeizuführen. Ja, er versucht Schmetzer müde zu machen. Müde zu machen, zu punkten, und das macht er gut. Oh, jetzt muss er aufpassen auf den Armhebel. Ja, aber das hat schon zwei, drei Mal hat er sich da gleich gelöst. Letzten Sekunden laufen. Das haben beide gehört und beide wissen, wer diese erste Runde zugesprochen bekommt. Die wird Laurenz sicher und souverän bekommen. Oh, da hat sich aber noch mal was geöffnet hier. Da ist irgendwie ein mieser Cut. Ein kleiner Riss oben an der Augenbraue an der linken bei Laurenz Hutt. Ja. Der kann aber wirklich erst zum Schluss jetzt hier passiert sein, weil bisher war da nichts zu sehen. Schöner Wurf. Und Laurenz. Da kommt dann auch gleich schon mal der Cutman rein und guckt sich die Sache an. Hoffen, dass das nicht allzu was Dramatisches ist. Und das ist Benjamin Hilpert, der Cutman hier, auch Gerd Richter, der Kampfrichter, guckt darüber. Benjamin Hilpert, der kurz vor seiner Approbation steht, also noch nicht Doktor ist, aber als Arzt arbeitet schon längst. Ja, mal schauen, dass wir das gut stillen können, da so ein bisschen diese Blutung. Andererseits. Second Sound, Betreuer aus dem Ring. Second Sound, please. Unter dem linken Auge, glaube ich, auch so eine kleine Stelle, die schon so ein bisschen wund ist. Ja, Hott muss jetzt natürlich auch aufpassen, dass diese Wunde nicht... Ladies and Gentlemen, helfen Sie den Kämpfer in die zweite Runde mit Ihrem Applaus, der ist nicht verschwendet. Ringfall zur zweiten Runde, Second Round. So, und Finn sieht schon gezeichnet aus im Gesicht. Er hat einiges mitnehmen müssen. Ist da eingedeckt worden von Laurenz Hutt. Das stimmt schon, aber er weiß jetzt auch, wo Laurenz Hutt verletzt werden kann, denn wenn er ihn weiterhin schlägt auf die wunde Stelle, kann der Kampf natürlich auch abgebrochen werden. Im Gegenzug weiß Laurenz das natürlich auch und wird schauen, dass er da den Kopf möglichst weit wegbringt von den Fäusten vorrangig von Finn Schmetzer. Ja, da pendelt gleich wieder zurück. Oh, schön ausgewichen. Ab. Und schießt dann selber aber zwei Hände hinterher. Also Laurenz macht das wirklich gut hier. Und deckt dann auch mit der linken oben ab. Das muss er. Er muss sein Auge, seine Augenbraue schützen. Laurenz versucht es jetzt wohl im Stand zu halten. Er hat bisher noch keinen richtigen Weg hineingefunden. Jetzt wieder der Wurf. Sehr schön, gut. Und den kriegt er wohl auch wieder. Sehr schön. Laurenz, der bessere Ringer. Jetzt hier schon fast durchpassiert. Ja, da zieht er schon das Knie drüber, das linke. Langsam Zentimeter, aber sie schiebt das vor. Schön, ist jetzt gleich in der Mount-Position. Ist er drauf. Sehr stark gemacht von Laurenz. Und Finn zieht den Kopf ganz eng an den Oberkörper von Laurenz ran, aber nun. Und kriegt er wieder Treffer. Wieder. Das macht er sehr stark. Gute Treffer hier. Wühlt sie richtig durch, ist im Rücken jetzt drin. Haben heute Abend schon einige Male gesehen, dass die Leute die Backmount-Position suchen. Ja, es sah aber fast schon eher aus, als wenn Finn sich da rumdreht, um den Kopf besser schützen zu können zwischen seinen Armen. Das
versucht den auszustretchen nach hinten. Oh. Schmetzer nimmt da Treffer auf Treffer. Das wird gleich zu Ende gehen, glaube ich, hier. Ja, ein riesig großen Problem drin. Und Laurenz kann hier einfach die ganze Zeit reinschlagen. Aber er hat nicht die große Schlaghärte, das sieht man auch. Die Schläge, die kommen nicht so knallig an. Aber permanent treffen sie. Sehr schön. Und der nächste Kampf, der hier vorzeitig beendet wird. Laurenz Hott, TKO über Finn Schmetzer. Sehr starke Leistung. Und gerade noch rechtzeitig, der Cut, der ist jetzt richtig größer geworden hier. Schon der zweite Sieg, den hier die Fight School Hannover heimfährt oder quasi heimlässt. Einigen wir uns einfach auf zu Hause behält. Genau. Ja, war stark. Also da war von der ersten Sekunde an, war Laurenz Hood der bessere Mann. Ich kann auch gar nicht sehen, warum jetzt bei ihm nochmal der Cut sich geöffnet hätte, weil ich habe keine einzige Aktion von Finn Schmetzer gesehen, die da irgendwie zielgerichtet gegen Laurenz Hood ging. Ich glaube, das ist einfach durch die Anspannung im Gesicht, durch das Bewegen der Gesichtsmuskeln, vielleicht nochmal nachgegeben hat, das Gewebe da war es oben, da hat er aber im Nacken mehr getroffen. Und ansonsten hat Laurenz das auch clever gemacht, den Kopf weggezogen und den Kampf dann wieder auf den Boden gebracht. Da hat er gewusst, da hat er die Vorteile. Ah, da kommt jetzt erstmal das Kühleisen, das Plätteisen zum Einsatz. Ladies and Gentlemen, ich habe einen wirklich guten Kampf gesehen. Wenn Sie das auch gesehen haben, dann lassen Sie es mal beide Kämpfer hören. Finn Schmetzer, Laurenz Hood. Harte Arbeit, gute Arbeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein Urteil. Der Kampf endet in der zweiten Runde nach 2 Minuten 19 Sekunden durch Referee Stoppage. Grund dafür war ein heftiges Ground and Pound. Hannover schnitzt seine zweite Kerbe in den Colt. Der Sieg geht an Laurenz Hood. Absolut verdient. Der nächste Lokalmatador, der hier triumphiert. Bei We Love MMA 53 in Hannover. Wir werden sicherlich gleich noch ein paar Worte von ihm hören. Na, schade, verabschiedet sich direkt. Dachte, er kann auch noch ein paar Grüße hier ans Publikum richten. Aber ich glaube, Ladies and Gentlemen, Kampf Nummer 5 tickt. Wir steigen in der Gewichtsklasse deutlich auf. Gehen ins Mittelgewicht, 84 Kilo, das Limit. Ladies and Gentlemen, aus Minden, Gennaro Ascione. Eine reizende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 24 Jahre ist er jung, 83,5 Kilo. Wuchtige 83,5 Kilo bringt er mit zu uns in den Cage. Der entstammt einem Team im Aufwärtstrend, ganz klar. Die X-Fighter sind auf der Siegerstraße. In Neapel geboren, hat seine neue Heimat gefunden in Minden. Ladies and Gentlemen, Gennaro Ascione. Und dann in die blaue Ecke rufe ich Peter Neary.
das sind 9 Jahre Unterschied, die Peter Niari älter ist von den Tiger Warriors und dem Dino-Team. Bei ihm ist nämlich eine ganz wilde Kombo. Er selber lebt in Wernigerode, das ist im Harz. Trainiert aber in verschiedenen Gyms, verschiedene Stile. In Magdeburg eher den Bodenkampf beim Dino-Team. In Braunschweig bei den Tiger Warriors eher den Standkampf. Und das Ringen, das betreibt er nebenbei immer noch in Wernigerode. Sein Trainer David Geis, der ist nämlich Bundesliga-Ringer, hat also einen starken Mann, der ihm als Partner zur Verfügung steht. Und Peter Niari, der hat auch schon 2-mal gekämpft bei We Love MMA. Beide Kämpfe, die hat er aber verloren. Und werden wir mal schauen, was dieser 33-Jährige heute zeigen wird im Duell gegen den Süditaliener Gennaro Ascione. Oh, bulliger Kerl. Beides bullige Kerl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meiner Linken, er ist 31 Jahre alt, 84,1 Kilogramm Kampfgewicht. Trainiert ursprünglich bei den Tiger Warriors, ist in letzter Zeit unterwegs gewesen, hat sein Ringen und sein Boxen nochmal verbessert. Ausgemachter Standkämpfer, 2 Pfund Dynamit in beiden Fäusten aus Braunschweig, Peter Niari. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Steffen Ramelow und parteiisch am Ring, wir bewegen uns im Mittelgewicht, 84 Kilo ist das Limit. Geht der Kampf über die Runden? Und ich wage es zu bezweifeln, sind es 2 davon a 5 Minuten. Ladies and Gentlemen, ihr Applaus für unsere Kämpfer, Peter Niari und Gennaro Ascione. Ja, bullig stimmt, Sascha, beide sind sie bullig. Peter Niari allerdings wirkt austrainierter. So, von der ganzen Figur, von der Muskulatur. Ich fahre zur ersten Runde. First Round. Pendelnde Bewegung bei Gennaro und gleich mal ein wuchtiger Frontkick von Peter Niari. Beide behaken sich hier mit Kicks. Da hört man aber auch, dass da Wucht dahinter ist. Sowohl bei den Kicks als auch bei den Schlägen. Da merkt man Mittelgewicht, da ist schon ein bisschen mehr Substanz einfach da. Ja, ja, das sind wirklich 2 sehr kompakte und kräftige Kämpfer. Ne? Aber du hast recht, ne? Gennaro ist der etwas, wirkt der, wird der etwas schwammigere Kämpfer hier. Aber schöne Linke, die hätte schon gewesen sein können. Die hat drüber gezimmert. Die hat gut aber die schluckt da, die schluckt Peter Niari einfach weg. Harte Low-Kicks, mit denen die Ascione nach vorne kommt. Und hier war der linke Haken. Kleiner Schritt nach vorne. Und das hätte er sich sein können. Für hat er sich selber nach hinten weggebeugt während des Schlages. Dadurch hat er seinen eigenen Schlag entschärft. Ja. Da ist er wieder der linke Haken. Auf den würde ich aufpassen. Wenn ich Niari wäre, würde ich auf den aufpassen. Ja, aber er hat selber gerade mit der linken getroffen. Wenn auch nur leicht. Beide stehen sich hier schon fast auf dem Fuß. Aber es sind wirklich harte Kicks. Harte Kicks, ja. Da ist nichts, um den Gegner nur zu beschäftigen. Das ist wirklich, die sollen alle Wirkung zeigen. Die sollen alle wirklich Wirkung zeigen, ja. Peter muss aufpassen, da mit dieser geöffneten Hand nach vorn, mit diesen Fingern nach vorn. Diese harten Kicks. Die werden in den nächsten paar Minuten ihren Tribut zollen. Und die fixieren sich beide. Beide mit den Augen da war. An der Stirn die Hand. Rübergestriffen. Oh, schöne Rechte von Niari. Und jetzt gehen sie ins Clinchen. Und ringen. Ja, schön gemacht von Niari. Da steigt den Rücken an. Aber da will er zu viel. Sehr schön von Ascione gemacht. Sehr schön. Oh, da muss er aufpassen wegen dem Armhebel. Der ist drin. Das war absolut schmerzhaft. Und Gennaro, der
Sehr stark. Er muss da wirklich das Gesicht verziehen. Und Peter hat einfach mit dieser Kraft angezogen, die man ihm auch ansieht. Ja. Puh. Das war wirklich grausig. Von so jemandem in den Armhebel genommen zu werden, das ist grausig. Und Asiones Arm ist auch hier, hängt auch hier schlaff runter. Der wird wohl etwas Schaden genommen haben. Peter Neri guckt rüber und Gennaro, der wird erstmal gleich betreut von den beiden Ärzten, die heute hier im Einsatz sind, von Yannis Kunert. Da war sie die Überstreckung und da muss der schon tappen. Das sind Marco Ludwig und Niklas Keilhack, die da ebenfalls da sind. Ja, die Kämpfer werden gleich immer betreut. Sobald irgendwas ist, ist ein Arzt dabei. Ja, da war noch der Frontkick gleich am Anfang. Da war alles mit Wucht von beiden. Richtig mit Kraft ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben zwei Könner im Stand zugeguckt. Das darf man votieren. Und zwar laut und kräftig. Gennaro Schone, Peter Niari. Sehr schönes Match. Niari, der wollte diesen Sieg. Der hat es richtig erzwungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben eine Referee-Stoppage nach 2 Minuten 38 in der ersten Runde. Grund war ein Tap-out gegeben durch einen ordentlichen langen Armbar. Der Sieg geht an den Mann aus Braunschweig, Peter Niari. So, mal gucken, vielleicht liefern sie uns doch die Zeitlupe noch mal nach. Es ging ja dann auch blitzartig, als Peter Niari dann anzog und mit einem Armhebel diesen Kampf beendete und Gennaro Ascione. Ja, aber er kann den Arm schon wieder beugen, er kann schon wieder anspannen, den Bizeps, also da ist, glaube ich, nichts Ernsthaftes passiert. Schmerzhaft war es in jedem Fall für ihn. So, und ein Duell haben wir noch vor der Pause. Ein Duell im Mittelgewicht. Der Gürtel wird übergeben von Mr. Grinnell, Ambassador und Freund der Veranstaltung. Das war gerade der US-Botschafter in Deutschland. Eine sehr, sehr inspirierende Story hier von der Big World Pool. Liebe Zuschauer, lasst euch nicht sagen, ihr könnt nicht, ihr werdet nicht. Ihr müsst einfach nur fest an euch glauben, dann ist alles möglich. Der alte und neue Titelträger steht vor Ihnen. Dustin Stolzfuß. Dafür geht man auf die Knie, Alter. Dafür geht man auf die Knie. Und sie sagt ja. Sie sieht natürlich noch ein bisschen geschockt aus, die liebe Ezra, aber zu freuen scheint sie sich zumindest. Ja, Ladies and Gentlemen, Sie haben es gesehen oben bei uns im Trailer. Wenn es mal langweilig werden sollte, einfach zu Wheel Up MMA gehen. Das Leben bietet so ziemlich alles in diesem Cage. Von schön bis scheußlich alles dabei, obwohl das waren die richtig schönen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen haben wir noch. Wir machen das halbe Dutzend voll, beschließen damit die erste Halbzeit und der hat's in sich. Wir bleiben im Mittelgewicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr Applaus für Arthur Stepaniak. Ja, und damit wird Wheel of MMA wieder international, denn Arthur Stepaniak, der Belgier, kommt hier in den Käfig zu diesem Mittelgewichtsduell von den Mixed Fightern Genk.
trägt allerdings die polnische Flagge in den Käfig. Was ziemlich einfach ist, weil er natürlich, und das lässt der Name an, polnische Wurzeln hat. Geboren in Konin in Polen, lebt jetzt in Genk in Belgien. Und er sagt aber von sich selber, er ist Flame. Belgien ist ja so, es gibt im Prinzip nur zwei Gruppen, zwei Bevölkerungsgruppen. Das sind die Flamen und die Wallonen, die sich gerne auch mal ein bisschen necken. Das hat sowas wie mit Preußen und mit Bayern so zu tun. Oder vielleicht mit Ostfriesland und Bayern, je nachdem, wie man es sehen will, aus welcher Himmelsrichtung. Und Arthur Cipaniak, der ist umgesiedelt, ist jetzt belgischer Staatsbürger, aber hat eben polnische Wurzeln und deshalb die Flagge. Und hat schon eine ganz gute Liste hier, die er vorweisen kann. Drei Amateurkämpfe hat er bestritten, zwei davon gewonnen. Fünf Kämpfe bei den Profis, davon vier gewonnen. Also der, glaube ich, weiß, was zu tun ist im Cage. Aber er ist zum ersten Mal dabei bei We Love MMA. Mal schauen, wie er sich hier präsentiert. Mit 23 Jahren ist er in einem super Alter. Und wer ihn anguckt, der ist auch in einer super Form. Ja, hat auch internationale Erfahrung, hat unter anderem bei Cage Warriors schon gekämpft. Scheint viele Fans hier mit dabei zu haben. Ah, ist auch so einer von der Figur, wo man sagen könnte, Statue. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Mann ist 23 Jahre alt, 83,9 Kilogramm waren es heute auf der Waage. Ausgesprochen heftige Physis, der Mann vertritt die Mixed Fighters. Geboren in Polen, ansässig in Genk, Belgien. Ladies and Gentlemen, hier Applaus für Arthur Cipaniak. Kommt mir nur so vor, da jubeln die Frauen gerade besonders laut. Kann sein, ja. Hat ja, glaube ich, einen guten Anklang bei den weiblichen Besuchern, der gute Arthur. Ladies and Gentlemen, ich rufe in den Cage Mahmoud Yahya. Ladies and Gentlemen, Mittelgewicht, die Division 84 Kilo, das Limit, 2x5 Minuten ausgemachte Distanz und das Spielregelwerk sagt Unified Rules of MMA. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bewegen Sie Ihre Hände für Mahmoud Balyaya und Arthur Cipaniak. Das sind Größenvorteile und vor allen Dingen Reichweitenvorteile für Mahmoud Balyaya. Der ist 5 cm größer, aber wirkt wesentlich länger aufgeschossen. Mit längeren Armen. Seconds out, Betreuer aus dem Ring. Seconds out, please. Ring frei zur ersten Runde, first round. Und dafür hat der gute Arthur Cipaniak einen richtig ordentlichen Bizep. Mal gucken, wer was zum Einsatz bringen kann. Mahmoud definitiv die größere Reichweite. Da muss Arthur erst einmal vorbei. Schöner Low-Kick, bewegt sich aber auch gut, ist viel auf den Beinen unterwegs. Oh, schöne Rechte von Mahmoud. Schöner Low-Kick von Cipaniak. Mahmoud ist hier etwas verhalten, er wirkt etwas ängstlich in seiner Aktion. Oh, schöner linker Haken. Körper, Kopf von Cipaniak, sehr stark. Er wischte bei Mahmoud. Ja, über den Bart rüber. Der wischte nur, aber beim zweiten Mal in den Cipaniak härter. Oh, da wollte er rein. Schön gemacht von Mahmoud. Knie zum Körper. Mal gucken, ob er den Ringkampf mit Cipaniak sucht. Cipaniak, der wollte da schon runtergreifen zum Bein. Jetzt. Schön, greift hier das Single Leg. Oh, schön gehauen. Aber Mahmoud bleibt da. Bleibt dran. Oh, schon wieder hier die linke. Also die härteren Schläge, die teilt Cipaniak aus. Oh, schöne Kombination. Aber da hat er nicht genug nachgesetzt. Jetzt wirft er ihn. Oh, schönes Knie, sehr schönes Knie. Sehr gut gemacht von Mahmoud. Das war sein bester Treffer bis jetzt. Cipaniak versucht es auch mit dem Knie. Selber Takedown, sehr schön geteilt. Sehr schön geteilt von Cipaniak. Geht gleich in die Side Control hinein.
Mahmoud schiebt ihn hier gegen den Käfig. Vorsicht, die Guillotine. Szczepaniak hat hier den Guillotine-Griff schon fast drin. Lässt sich jetzt in die Guard fallen. Schön, hier ist Action angesagt. In dem Duell ist wirklich Action angesagt. Sehr gut. Oh, Mahmoud macht sich frei, nur kurzzeitig. Oh, Knie zum Kopf, das hätte er gut treffen können. Sehr schön, was für ein Hin und Her. Auch der Kick danach war nicht von schlechten. Beide treffen jetzt mit der Faust. Also bisher sicherlich die härteste Runde, die wir sehen. Mahmoud gast schon ein bisschen. Aber er geht hinterher. Oh, der linke Haken wieder von Szczepaniak. Wieder der linke Haken. Der sucht ihn. Sehr schön und gleich zum Takedown wieder. Und Mahmoud darf jetzt hier nicht einfach stehen bleiben. Er muss sich hier bewegen. Jawohl, sehr schön. Mahmoud wackelt schon etwas. Es scheint wieder das Handwerk zu sein. Wirkt stärker. Ja, der wirkt stärker. Fitter. Ja, es ist 3,5 Minuten rum und das waren harte 3,5 Minuten für beide. Ja. Oh, wieder der linke drüber. Sehr schön. Szczepaniak macht den Herd größeren Schaden hier. Ja, da ist auch jetzt eine Platzwunde. Bei Mahmoud rechts an der Augenbraue. Sehr schön. Bodylock hier von Mahmoud. Aber er macht jetzt gerade noch nichts daraus. Schön das Knie. Und das wäre jetzt hier wieder zum Kopf da. Da, ja, da ist es wieder. Das war das Knie, das er vorhin auch reinbracht hat ins Ziel. Ja, der hat Erfahrung. Der weiß schon, was zu tun ist. Es fällt ihm nur schwer gegen einen so physisch starken Gegner wie Szczepaniak. Und er versucht wieder den Takedown. Schöner Wurf. Wow. Damit kann sich Mahmoud vielleicht noch die Runde sichern hier. Wenn er jetzt noch hier ein bisschen Schaden macht, die Kontrolle zeigt. Sehr spannendes Duell bisher. Sehr spannendes Duell. Und jetzt hat er ihn in der Guard-Position. Jetzt bin ich mal gespannt auf das Guard-Game von Szczepaniak. Oh, da wieder der Armhebel. Mahmoud muss aufpassen, sonst ist das der rechte Arm ist, der rechte Arm 20 Sekunden in dieser Runde noch. Gut, Szczepaniak zieht, Mahmoud versucht, das wird erhalten, das wird erhalten. 10 Sekunden noch. Aber das kann die Runde gewesen sein jetzt hier für Szczepaniak. Ist vorbei. Wow, das ist wirklich eine der spannendsten ersten Runden, die ich bis jetzt gesehen habe hier. Vor dem Wahnsinn. Zwei Kämpfer, die wirklich hart zur Sache gegangen sind, die Einsatz gezeigt haben, vollen Einsatz gezeigt haben. Und bei so einer Rechten, guckt ihr das an, wie Szczepaniak die wegschluckt, andere wären weg gewesen. Ja, und ich hätte Szczepaniak im Ring stärker als Mahmoud eingeschätzt. Aber Mahmoud hat das Gegenteil hier bewiesen, er hat hier seinen Gegner zu Boden gebracht. Die schönen Knie zum Gesicht, die waren stark. Und hier jetzt der Takedown, sehr schön, mit einer hohen Amplitude abgeworfen, sehr gut. Aber ich glaube, dass das nicht mehr die Runde gerettet hat. Die dürfte für Szczepaniak das glaube ich auch werden. Guck mal, der wirkt noch die Augen ganz klar, ganz wach. So, und jetzt wollen wir gucken, weil Mahmoud hat die Augen etwas weiter aufgerissen. Ja, der Second Sound, Betreuer aus dem linken Second Sound, please. Jetzt bin ich mal gespannt. Ringfrei zur zweiten Runde. Also den fitteren Eindruck. Und es wäre laut, das ist ein großer Kampf da drin. Da gebe ich dir recht. Aber gut, okay, das sah schon Mitte der ersten Runde so aus. Aber Mahmoud hat fast zum Ende der ersten Runde, der ersten Hälfte, fast noch aufgedreht. Er hat auch seine Akzente setzen können und das ist ihm genauso bewusst. Er hat sich am Anfang wahrscheinlich etwas zu sehr beeindrucken lassen von Szczepaniak. Auf jeden Fall muss er auf den linken Haken aufpassen. Der wird jetzt von Szczepaniak auch wieder kommen. Oh, schön getimter Takedown. Ja. Sehr schön. Und er wirft ihn wieder. Sehr gut. Das scheint der Plan zu sein. Szczepaniak am Boden zu halten und von hier aus zu bekämpfen. So, auch der dreht sich um, bietet die Rückenposition. Oh, das wird er jetzt gleich wieder verlieren. Ja, das wieder das Knie. Das ist so eine Taktik. Jetzt war rechts am Kinn.
Oh, und Schifaniak, schönes Knie. Mach Mut, jetzt musst du aufpassen. Da schlägt sie nicht jetzt ein. Treffer. Oh, sehr schön. Oh, Schifaniak treibt ihn vor sich her. Und Bajaja wird eingedeckt. So, jetzt an der linken Augenbraue auch was offen. Da wirft er ihn. Jetzt wirft Schifaniak ihn. Das ist das Aufdrehen das hier. Das war's. Timeout. So, neutrale Ecke. Was ist passiert? Wahrscheinlich die Behandlung von der Augenbraue. Aber da kann man in so einer Situation noch nicht abbrechen. Ganz fast nicht, bin ich fast von. So. Jetzt weiß ich nicht, was beanstandet wird. Auch Schifaniak bekommt da gerade noch ein paar verklärende Worte von Gerd Richter. Und das scheint ein illegaler Stoß gewesen zu sein. Er warnt Schifaniak. So, und Marco Ludwig und Niklas Kailak, die kümmern sich da erstmal um Mahmoud Baljaya. Und der Kampf ist zu Ende. Kann nicht fortgeführt werden. So, die Ecke beschwert sich jetzt natürlich vorne. Mahmoud Baljaya. Ich weiß jetzt nicht, was hier. André Ballschmieder, der beschwert sich, was der Kampf abgebrochen wird. Ja, ich bin jetzt gespannt, was jetzt gesagt wird. Also ich habe jetzt hier keinen illegalen Schlag gesehen oder sowas. Aber irgendwie wurde Schepanjak ermahnt. Hier. Wurde auf jeden Fall ermahnt von Gerd Richter, klar angesprochen. Vielleicht hat er aber auch, vielleicht gab es schon ein Stoppzeichen und er hat noch weitergemacht, hat nicht drauf gehört. Jetzt müssen wir mal warten, wie genau das Urteil jetzt verkündet wird. Schifaniak lässt sich feiern. Wird immer noch diskutiert. Ja, da ist die Supervisorin Sabine Behrendt, ist im Cage, spricht mit Gerd Richter. Jetzt gucken wir mal hin, jetzt kommt da die Wiederholung. Ah, Schlag an den Kehlkopf. Da war was. Ja. Das war, aber jetzt geht's weiter. Nee, das kann nicht die Sache gewesen sein. Da geht's weiter. Das Knie. Ist okay, ja. Nein. Da war jetzt der Kampf. Ja, beschwert sich gerade wegen der kurzen Sache, aber der Kampf geht weiter. Ja, verteidigt sich auch. So, wird jetzt zu Boden gebracht. Jetzt müssen wir mal schauen. Sehe immer noch keine Technik. Mit dem Ellenbogen hat er nachgeschlagen. Vielleicht war das der Punkt, deswegen Gerd Richter Artur Schifaniak noch angezählt hat. Am Boden darfst du keinen Ellenbogen zum Gesicht bringen, zum Körper, ja. Aber deswegen wurde der Kampf, glaube ich, nicht abgebrochen, sondern es war eine Entscheidung, dass die Ärzte gesagt haben, aufgrund der beiden Hautrisse bei Esim Mahmoud Baljaya, jeweils an den Augenbrauen, wird der Kampf beendet. Und es wird nach wie vor diskutiert. Also der Kampf hat nicht nur für Action gesorgt, sondern auch für eine Menge Gesprächsstoff. Das wird auch im Nachhinein ganz sicher weiter sorgen. Das wird diskutiert, das wird analysiert werden. So, beide Kämpfer warten auf die Urteilsverkündung. Das Publikum wartet auf die Urteilsverkündung. So, die Freunde, die Fans von Artur Schifaniak, die stimmen schon ein polnisches Siegerlied an, feiern mit ihrem Mann, der zwar nun in Belgien lebt, in Genk. Und wenn es hier nicht eine ganz eigene Auslegung gibt, dann dürfte es auch klar sein, dass Artur Schifaniak diesen Kampf gewonnen hat. Es wird weiter diskutiert. Vom Piranha Gym ist jetzt André Ballschmieder und Aris Dinkan nochmal im Cage. Auch Sie sprechen nochmal mit Gerd Richter. Aus
der Ecke von Arthur Cipaniak. Da ist dann sein Trainer Gökhan Ataman da. Also beide Trainer bekommen jetzt nochmal genau erklärt, was nun Grund war für das Ende des Kampfes. Wir sind gespannt. Wir wollen auch mal hören, wie es verkündet wird hier, die Entscheidung. Schade, dass der Kampf so zu Ende ging. War ein wuchtiges Duell. Und zwei richtig harte Knochen, die sich da bearbeitet haben. In der ersten Runde mit Vorteile für Arthur Cipaniak. In der zweiten Runde, da wirkte Muhammad Bayaya sehr entschlossen, musste einige Treffer dann aber doch hinnehmen. Und nun zieht sich's lang hin. Ja, das ist immer nervenaufreibend. Für alle hier in der Halle, in der Swiss Life Hall in Hannover. Und Supervisorin Sabine Behrens bespricht sich weiter. Also das ist scheinbar wirklich noch nicht klar, wie hier die Bewertung des Kampfes erfolgen wird. Da fehlt uns jetzt leider das Ring, das Richtmikro. So, Ladies and Gentlemen. Die Dauer der Zeit zeigt an, war nicht so einfach. Was ist passiert? Wir haben erstens einen richtig geilen Kampf gesehen, für den beide Kämpfer eine Handvoll Respekt verdienen. Damit fangen wir mal an. Wir haben zweitens eine illegale Technik gehabt, die als unabsichtlich anerkannt worden ist. Dadurch allerdings der Kampf beendet wurde aufgrund der Verletzung auf Anraten des Arztes. Schutz des Kämpfers steht in vorderster Linie. Das bedeutet, da wir in der zweiten Runde waren, dass beide Runden quasi ausgepunktet wurden. Das Ergebnis, zu dem die Judges kamen, ist in diesem Fall nun entschieden. Das überrascht mich doch sehr. Also da bin ich verwundert. Da kann ich auch einige Buhrufe aus dem Publikum verstehen. Denn da hätte ich doch die erste Runde für Arthur Cipaniak gesehen. Dass er da mehr gepunktet hat, dass er der aktivere Mann war. Und auch in dieser zweiten Runde mehr beigetragen hat. Das ist jetzt ein überraschendes Urteil. Vielleicht nennen wir es salomonisch. Also da kann Mahmoud Baljaya sehr zufrieden mit sein und Arthur Cipaniak eben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wohlverdiente Fotos werden gemacht. Schade, es hätte der beste Kampf des Abends werden können. Passiert. Wir kegeln hier nicht, ist ein Vollkontaktsport. Die Jungs werden wir mit Sicherheit wiedersehen. Ladies and Gentlemen, wir machen eine Pause von 25 Minuten. 10 nach 9 geht's hier weiter. Gelegenheit, sich mit einem Bier zu versorgen, eine Zigarette zu rauchen und mal am Merchstand vorbeizugucken. Da gibt's alles Mögliche mit dem Aufdruck We Love MMA. Zeigt Flagge, kann man noch machen. 10 nach 9 geht's weiter. Bis gleich. Wow, unglaublich spannende erste Hälfte. Wir haben tolle Finishes gesehen und hier dieser Kampf hätte tatsächlich der Kampf des Abends werden können, wenn er nicht vorzeitig beendet worden wäre. Aber wir haben noch 5 weitere Duelle für euch hier, ihr Hannoveraner. Ihr habt auch unter anderem auch die Möglichkeit, dass heute Abend einer eurer Söhne der erste Schwergewichtschampion von Wheel of MMA wird, nämlich wenn Karl Nickel gegen den Hannoveraner Sebastian Herzberg antreten wird. Wir sehen uns gleich wieder. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe MMA-Freunde, es geht weiter mit We Love MMA 53 hier aus Hannover, aus der Swiss Life Hall. Herzlich willkommen nochmal hier zum zweiten Teil. Wir haben noch 5 Kämpfe, die heute Abend anstehen und darunter zum ersten Mal das Duell um die Krone im Schwergewicht zwischen dem Mann aus Minden, The Bear, Karl Nickel, und dem Lokalmatadoren hier aus Hannover, der Hühner aus Hannover, Sebastian Herzberg. Einer von den beiden wird heute den Gürtel mit nach Hause nehmen. Und auch in den anderen Kämpfen, da gibt es mehrere Lokalmatadore, die im Einsatz sind. Unter anderem kommt es nochmal zu einem Minden-Hannover-Duell zwischen Kevin Hansson und dem ebenfalls bisher unbesiegten Omar Komar hier aus Hannover. Und dann natürlich auch noch das Duell des Newcomers
gegen den etablierten Mann. Das Duell zwischen Vitali Ginter und Daniel Markin. Das heute sind noch drei der fünf Ansetzungen. Alles Weitere erfahren Sie jetzt von Gonzo. Denn jetzt geht's weiter im Cage mit We Love MMA 53. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Zeit, die Kämpfer sind im Off, die Technik ist besetzt, das Kampfgericht ist da. Einzige Frage, ist das Publikum bereit für die zweite Hälfte? Lasst mal hören. Zuverlässig. Ladies and Gentlemen, den Cage betritt Jambulat Kulmusev. Ich rufe in den Cage Tobias Eilitz. So, und da kommt gleich ein bisschen mehr hier von den Zuschauern in Hannover. Kein Mann, der hier unbekannt ist, von der Fight School Hannover, Tobias Eilitz, Faceman. Gentlemen, wir sind in der Leichtgewichtsdivision, das heißt 73 Kilo ist das Limit, 2x5 Minuten ausgemachte Distanz. Wir eröffnen die zweite Runde mit einem ordentlichen Kracher, gegeben durch Jambulat Kulmusev und Tobias Eilitz. Seconds out, betreue aus dem Ring. Seconds out, please. Ring frei zur ersten Runde. So, Sascha, jetzt wollen wir mal schauen, wie viel Jambulat Kulmusev mit dir im Training gelernt hat oder wie viel er von dir gelernt hat. Lass uns das bitte nicht besprechen. Ich sehe das hier ganz neutral einfach. Also, ja. Gut. Eilitz startet hier mit einem Inside Low Kick in der Rechtsauslage. Ja, Eilitz hat gleich versucht, hier die Ringmitte zu beanspruchen, Käfigmitte zu beanspruchen. Drängt jetzt hier Jambulat auch gegen den Käfig. Der geht jetzt etwas weiter nach vorne. Ja, harte Kicks zur Innenseite. Und Jambulat hier im Clinch. Packt dazu. Ja, greift sich hier das Single Leg. Und kann er Eilitz hier werfen? Der Griff geht jetzt rüber zum anderen Bein. Und Eilitz blockt aber ab. Nein, er will es nicht zulassen, aber Jambulat, der versucht immer noch an den Knöchel ranzukommen. Der bleibt hier dran an dem Bein, ja. Wieder versucht er runterzugreifen. So, jetzt haben sie sich in der Position ein bisschen festgesetzt. Ja, Eilitz verteidigt hier ganz gut. Jambulat greift jetzt hier runter ans Bein. Aber Eilitz macht hier die richtige Verteidigung für den Takedown-Versuch. Und Jambulat zieht hier das Bein ran. Eilitz hat eine gute Verteidigung hier. Hat er mit dem Knie mal versucht. Jambulat versucht hier am Knöchel von Eilitz zu ziehen und ihn zum Takedown zu bringen. Er will seine Erfahrung als Ringer, als Sambo-Kämpfer einbringen. Und Tobias Eilitz, man sieht es recht gut, mit seiner rechten Hand packt er immer wieder die linke von Jambulat. Die Situation war jetzt hier etwas festgefahren und Eilitz kann ihn jetzt hier gegen den Käfig drücken. Knie von Jambulat. So, jetzt lösen sich. Tut dem Ablauf sicherlich gut. Beide tasten sich jetzt hier immer noch ab. Jambulat mit dem Konter. Ich glaube, es ist schon ziemlich rauszusehen, dass Tobias Eilitz die Sache lieber mit den Fäusten regeln würde. Und jetzt hat er aber eine rechte gefangen. Oh, auch mal eine rechte angeklingelt. Ja. Ja, nicht angeklingelt, aber getroffen. Ja, die saß. Jetzt holt sich Jambulat
Schon wieder das Bein und ist wieder am Takedown dran, aber kann den Takedown jetzt nicht finalisieren. Muss er aufpassen. Oben muss er aufpassen, ja. Da haben wir den Bürger. Oh, oh, oh. Und da ist er drin. Da hat er sich selber in die Bedrohung gebracht. Richtig tief in der Guillotine drin gewesen und wurde dann beendet. Da ist er noch mal rausgekommen, an den Beinen vorbei. Er war, glaube ich, so fixiert auf seine eigene Angriffsbemühung, auf seine eigene Technik, die er bringen wollte, und hat gar nicht gemerkt, in welche Gefahr er sich begibt. Und ein weiterer Kampf, der vorzeitig zu Ende geht. Bereits heute der 6. Kampf. Und der 4. Sieg, nee, der 3. Sieg hier für die Fight School Hannover. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das mit den Traditionen hier im Cage habe ich ja schon erklärt. Die Kenner der Szene werden es genossen haben, das war eine großartige Geschichte gegeben. Ihr Applaus bitte für Jamila Kolbusen und Tobias Heinitz. Fettes Brett. Das war jetzt einer der Kämpfe, wo ich ganz klar sage, da hätte ich einfach jetzt gerne mehr gesehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf Nummer 7 endet in der ersten Runde nach 3 Minuten 36 Sekunden bei Tap Out. Grund dafür war ein Guillotine-Choke aus der Side-Control. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Ladies and Gentlemen, der Sieg geht an Tobias Heinitz. Ist in Ordnung, er hat im richtigen Moment das Richtige gemacht und Jambulat wird sich das sicherlich ärgern, dass er da so ein bisschen reingerannt ist in die ganze Geschichte. Und es kündigt sich der nächste Kampf an. Im Mittelgewicht wird er ausgetragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie die Kämpfer nicht in der Stille gehen, das haben wir nicht verdient, das war ein fettes Brett. Nummer 8 tickt und ich rufe hier zu uns in den Cage Fabian Römund. Fabian Römund. Ladies and Gentlemen, den Cage betritt. Gute Adresse in Georg Diesmer. Und sofort.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 23 Jahre alt, satte 84 Kilo Punktlandung im Mittelgewicht. Unscheinbares Kerlchen, nicht täuschen lassen, der Mann ist blitzeschnell. Fight School Hannover schickt seinen nächsten Kämpfer hier rein. Ihr Applaus für Georg Diesner! Meine sehr verehrten Damen und Herren, einmal mehr Mittelgewicht, einmal mehr zwei Könner ihres Fachs hier bei uns im Cage. Ladies and Gentlemen, Gerd Richter und Parteiische am Ring, bewegen Sie die Hände für Fabian Röhmund und Georg Diesmann. Langer Kerl, der Mann aus Hannover. 1,87 Meter hat er mir gesagt. Wirkt fast so, als wenn er schon fast die 1,90 kratzen würde. Seconds out, betreut aus dem Ring, Ring frei zur ersten Runde. First round. Und Rechtsausleger. Ja, diesmal wirkte vorhin schon hinten im Backstage-Bereich sehr fokussiert. Bin ich jetzt mal gespannt, was er jetzt hier aufs Parkett bringt. Langer Arm und gleich drin. Oh, die linke wieder hier von Diesmer. Ja, beide setzen erstmal auf. Ihre Fausttechnik. Oh, schöne Linke von Diesmer. Da scheppert's aber bei Fabian Röhmund. Da hat's gefetzt. Aber der teilt auch aus. Und jetzt kommt mal ein Kick. So, jetzt Fabian Röhmund mal mit zwei und diesmal wieder mit der langen Linken. Wer den Formkampf gesehen hat, hat er noch so eine richtig schöne, große, runde Brille aufgehabt. Er sagt aber während des Kampfes, er trägt auch keine Linsen, behindert ihn nicht, stört ihn nicht. Er sieht genug. Das Erscheinungsbild vorher war so, als wenn da der Mann vom Amt kommt. Oh, schöne Schwinger. Aber der stellt hier amtlich zu, Georg Diesmann. Oh, da wieder, die Peng. Linke. Die Linke sitzt. Das macht er sehr gut. Und Röhmund muss da mehr schützen. Linke hier von Röhmund drin. Schöner High Kick. Den Kick nach, ja. Es gleicht sich langsam aus hier am Stand. Und wieder der High Kick. Und das ist zu hören, dass beide über 80 Kilo haben. Jedes Mal, wenn da eine Faust oder ein Fuß auftrifft, es gibt ein sattes Geräusch. Ah, das war ein bisschen zu hastig. Hat er abgebrochen, Georg, diesmal. Aber der größere Mann ist erstaunlicherweise der, der mehr arbeitet, mit den Füßen auch, sich leichter bewegt. Ein bisschen tänzelt, während Fabian Röhmund eher so Einzelschritte macht und ein bisschen schwerer da am Boden steht. Also jetzt hat er da die Linke mal abgewehrt. Er springt diesmal hier rein, den rechten Haken. Und hier immer dieses Setup. Links, rechts, rechter High Kick. Das sieht schön gemacht aus von Röhmund. Er kann damit aber auch nicht treffen. So, die Hannoveraner, die wollen ihren Mann hier ein bisschen mehr zur Aktivität ermuntern. Jetzt kommen. Jetzt Röhmund mal nach vorn.
Aber was bei beiden auffällt, sie lösen sich sofort wieder. Das sind immer ein, zwei Schläge höchstens, vielleicht noch ein Kick und sofort wieder auseinander. Ja, Clincharbeit haben wir bis jetzt noch nicht viel gesehen. Oh, schönes linkes Knie hier von Diesmann. Nein, Low Kick von Diesmann. Das versucht mit einem Antäuschen. Er wollte zum Bein gehen. Hat die Reaktion aber von Diesmann nicht abgewartet. Deswegen ging der Aufwärtshaken ins Leere. 30 Sekunden noch in der Runde hier. Oh, da hat er wieder. Wieder getroffen. Ein bisschen angeklingelt. Schau mal aber Rührmund an. Das nimmt er mit. Da ist noch nichts, dass er wackelt. Und der Takedown-Versuch von Römer. Und der ging gelang noch sofort. Das hätte er vielleicht etwas früher machen müssen. Diesmal ist ganz ruhig hier. Und Römer versucht nochmal mit einem... Ende der ersten Runde. Das war jetzt wichtig nochmal für Römer. Und was er gesehen hat, dass diesmal relativ leicht zu Boden gebracht werden kann, das kann entscheidend werden jetzt hier für die zweite Runde. Denn im Stand war es relativ ausgeglichen. Boom, schöne linke. Waren vielleicht zwei, drei Treffer mehr, die diesmal reingebracht hat, weil er immer diese lange linke immer wieder platziert hat. Würde ich auch sagen. Aber es ist schwierig jetzt, wie die Punktrichter werten, dadurch, dass Römund sich in den letzten paar Sekunden noch den Takedown gesichert hat und auch noch einen Submission-Versuch hatte. Da bringt dann diesmal mal so ein Knie zum Körper rein. Also dass Römund all diese Schläge, diese linken, die mehrfach ja wirklich ans Kinn gekommen sind, dass er die so locker weggesteckt hat, denn er hat da keinerlei Anzeichen irgendwie bemerkbar gehabt, dass er da wackelt oder so. Das ist schon ordentlich. Second Sound, Betreuer aus dem Ring. Second Sound, please. Schwierig. Vielleicht mit leichten Vorteilen für Georg diesmal die erste Meine Runde. Damen und Herren, zu Beginn der zweiten Runde aber darf geklatscht werden. Paul, beide müssen in der zweiten Runde entscheiden. Beide müssen in der zweiten Runde entscheiden. Also wer hier wirklich gewinnen will, der muss jetzt den Gas hebeln. Der muss jetzt mehr zeigen, ja? Ich bin gespannt. Ich glaube, abgetastet haben sie sich jetzt also auch lang genug. Oh, schön, hier wieder von Diesmal. Peng. Ja, das macht Römund etwas tobend. Hau ihn, ja, das kommt jetzt gerade hier aus dem Publikum. Sehr interessante Anfrage. Und Römund geht hier zum Takedown. Gut abgewehrt von diesmal. Der lädt wieder die linke auf, man sieht's. Da ist sie schon wieder. Oh, weit geshootet von Römund. Ja, aber der sucht jetzt sein Heil in diesen Angriffen. Ja, das hat ja auch gut funktioniert, da Ende der ersten Runde. Aber schön zu sehen ist, dass diesmal sich da auch relativ geschmeidig für und die Größe raus. Selber. Oh, schau mal an. Und? Direkt in eine Guillotine hinein. Die konnte den letzten Kampf noch beenden, aber da kommt diesmal raus. Oder nicht? Römund versucht noch das zweite Bein rüberzubringen, dann kann es gefährlich werden. Jetzt kann es gefährlich werden. Oh, nee, der ist fast raus. Oh. Flutscht ihn raus. Da hat er kurz die Luft angehalten und hat sie rausgeflutscht. Oh, aber Römund hat rechts unter dem Auge eine massive Schwellung. Siehst du das? Ja. Oh, sehr schön gemacht von Römund. Sit-out nach links wäre jetzt angesagt. Drehbewegung nach links. Ja, er schiebt ihn aber gegen den Käfig. So, die sind jetzt direkt vor uns. Direkt am Gitter. Und diesmal versucht sich hier an einem Kimura. Römund muss aufpassen, dass wenn er geworfen wird, dass er nicht direkt in einen Schulterhebel hineingerät. Schön gemacht von Römund. Bringt ihn zu Boden. Ist jetzt im Rücken drin von Diesmal. So, was entwickelt er jetzt daraus? Diesmal kann sich relativ locker aufrichten. Aber er hat Römund noch hinten im Rücken. Gut, dass hier keine Ellbogen erlaubt sind. Also gut für Römund. Der macht sich jetzt schwer. Bringt Knie hier zum Oberschenkel. Aber Diesmal schafft sich rein. Der wird jetzt wieder rauskommen. Sehr schön gemacht. Und diesmal wird gucken, dass er Abstand gewinnt. Er wird jetzt und er lädt jetzt das Knie zum Kopf auf. Römund geht wieder zum Takedown. Holt sich den Takedown. Jetzt Römund in der Oberlage. Hälfte der ersten Runde ist vorbei. Spannende zweite Runde. Beide kämpfen richtig um den Sieg.
Liegen ziemlich genau in der Ringmitte. Und diesmal wirkt er ruhig. Der bleibt ruhig, trotz Rückenlage, trotzdem, dass Würmund oben auf ist. Und der arbeitet. Worauf will er hinaus? Und versucht, ja, überzusteigen, ja? Würmund versucht, seine Position zu verbessern. Hat er immer noch Schönborn als BJJ-Trainer. Der wird ihn wahrscheinlich gut darauf eingestellt haben. Oh, jetzt kam ja Würmund. In der Top-Position. Oh, diesmal kommt nach oben. Jetzt greift er runter durch, wirft. Oh, das rechte Auge ist schon arg zugeschwollen. Und diesmal muss ich sagen, ist wirklich erstaunlich beweglich für diese Größe, für diese Länge. Auch seine Arme, seine Beine. Windet sich auch da wieder raus. Oh, da kam jetzt aber Blut raus. Das aber ist ihm die Nase blutet. Das ist die Nase. Bei Fabian Rührmund. Oder? Ja, das ist die Nase. Nee, nee, ist bei Fabian Rührmund. Bei beiden, glaube ich, mittlerweile. Jetzt sieht man es aus der Perspektive. Jawohl. Ich sehe diesmal leicht vorne. Ja, diesmal blutet er aus der Nase. Mhm. So, was macht er jetzt? Lässt er ihn am Boden oder lässt er ihn aufstehen, Georg, diesmal? Ja, der will noch ein bisschen Zeit gewinnen. Sehr schön. Und jetzt danach, jawohl. Aber lässt sich gleich wieder werfen. Er greift über zum Arm. Ja, jetzt versucht das Bein von Fabian Rührmund sich zu packen. Und 10 Sekunden. Diese Aktion kann jetzt den Kampf vielleicht noch entscheiden. Oh, Knie zum Kopf. Sehr schön gemacht. Ende der zweiten Runde. Ende des Kampfes. Es wird eine enge Kiste zwischen Fabian Rührmund und Georg Diesmar. Das kann auch gut nun entschieden werden, in meinen Augen. Diesmar hatte die besseren Treffer im Stand. Oh, ich kann mich nicht festlegen. Also, entweder sehe ich einen schmalen Punktsieg hier für Diesmar oder ich sehe einen Unentschieden. Ich glaube, dass der kleine Vorteil aus der ersten Runde, die Diesmar, glaube ich, bekommen hat, weil er mehr Treffer im Stand hatte, wird vielleicht den Ausschlag geben. Fabian Rührmund hat wirklich toll gekämpft jetzt hier in der zweiten Runde. Hat geschaut. Aber wen gibst du die zweite Runde? Ich glaube, ich auch. Auch Georg Diesmar wird sie bekommen. Es wird knapp. Beide Runden werden knapp an Diesmar gehen, ist meine Prognose. Ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Punkte wird er den Kampf auch gewinnen. Und es ist eng. Und ganz ehrlich, ich will diesen Kampf nicht punkten. Aber bewerten kann ich ihn. Und der war großartig. Und wenn Sie das genauso sehen, dann bitte mal lachen in die Hütte. Ja, und dass es eng ist, das zeigt auch, dass jetzt noch gepunktet wird, beziehungsweise genau ausgezählt wird. Also da gab es nichts mit schnell und klar, sondern jetzt wird genau geguckt, jeder einzelne Punktzettel wird durchgeschaut. Punktrichter heute sind ja Fabort, Iranisat, Klaus Hagemann und Henning Lessing. Es wird gezählt. So, da hat es ein Signal gegeben. Ladies and Gentlemen, die Kämpfer kommen in die Ringmitte. Jetzt sind wir gespannt. Ich habe vorhin über Traditionen gesprochen in diesem inzwischen ja auch schon recht ehrwürdigen Veranstaltungsreihe. Es gibt eine Tradition, die haben wir heute noch nicht erfüllt. Das sollte jetzt aber Zeit sein.
Es gibt Kämpfe, die sind so geil, dass man ihn eigentlich im Stehen applaudiert. Ich würde es vorschlagen, es ist Ihre Entscheidung, aber das wäre so ein Kampf gewesen zwischen Fabian Wilmot und Georg Giesmann. Sie haben sich verdient, Standing Ovation für den Mann hier aus Hannover, für Georg Giesmann. Und den Kämpfer aus Berlin für Fabian Wilmot. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, die Judges waren sich einig, ich kann es bloß abnicken, es gibt Kämpfe, die verdienen eben keinen Verlierer. Wir haben ein Draw. Ja. Und damit, Sascha, hattest du recht, Tatsache. Ja, ich hatte auf zwei Sachen getippt, also ganz recht kam ja, ja, aber du hattest erst gesagt unentschieden, du hast ja, ja schon das so ein bisschen abzählen können hier, das... Da zeigt es aber wirklich, dass du als Kämpfer da wirklich noch mehr Einblick hast und auch diese Technik am Boden noch mit besser bewerten kannst einfach, wo dann wirklich so die Richtung hingeht für manchen Punktrichter. Ja, ich fand, dass Dismer bessere Treffer im Stand hatte, aber ich denke, dass man auch nicht vergessen darf, dass Fabian mit dieser Guillotine, die schon tief drin war, auch Druck gemacht hat und auch damit den Kampf beenden wollte. Ich finde das unentschieden gerechtfertigt. Es ist okay, es passt für beide, keiner muss sich grämen. Ah, ich denke, diesmal grämt sich schon ein bisschen, wenn er sich das Gesicht von Römund anguckt. Ah, da ist eine Schwellung unterm rechten Auge. Fight School Hannover ist bis jetzt noch ungeschlagen. Hannover, aufgepasst. Sichere dir jetzt deine 15% Rabatt für den 27.03.2021. Schnell und einfach auf welovemma.de. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir nähern uns den Big Shots oder eigentlich haben wir sie ab Kampf Nummer 9 bereits hier bei uns im Cage. Ladies and Gentlemen, aus Minden, Kevin Hansen! Hallo, mein Name ist Kevin Hansen von X-Fight Minden. Ich freue mich auf den Kampf und ich bin sehr heiß darauf, meinen Gegner wieder auszunocken, wie in Stuttgart. Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Cage betritt Mohammad Omar Khorram. Hi, ich bin Omar Khorram von der Fight School Hannover und ich kämpfe heute im Mittelgewicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Homeboy, 84,2 Kilogramm, eben aufgestiegen ins Mittelgewicht, bis dahin unbesiegt. Ladies and Gentlemen, Fight School schickt seinen nächsten Kämpfer zu uns in den Cage. Mann aus Hannover, Mohammad Omar Khorram! Ja.
Ladies and Gentlemen, Steffen Ramelow, die Augen drauf, alles geht mit rechten Dingen zu, 2x5 Minuten wird's laufen. Ladies and Gentlemen, Ihr Applaus für Kevin Hansson und Mohamed Omar Koram. Und jetzt schauen wir mal, wie es hinausläuft, ob Hansson wieder das Finish braucht heute, ob der Kampf lange hin und her wogt. Und wie Omar Koram die lange Kampfpause verdaut. Fast ein Jahr lang hat er nicht gekämpft. Jetzt sehen wir schon mal den größten Unterschied. Oh, schöner Calf-Kick. Kick hier gegen den Unterschenkel von Kevin Hansson. Und Koram geht ihm hinterher, macht Druck von Anfang an, ist richtig. Dadurch kann Kevin Hansson seine Länge nicht so sehr ausspielen. Koram ist an ihm dran wie eine Klette. Zwei ganz unterschiedliche Typen. Der eine hoch aufgeschossen, lang, schlagsig mit Kevin Hansson. Und der andere eher so ein bäriger Typ von der ganzen Statur mit Omar Koram. So, da hat er die Rechte oben drüber geschossen. Und da geht er in den Clinch rein und versucht Kevin Hansson zu werfen. Der hat hier schön den Frame aufgebaut. Oh, schöne Hände hier von Koram. Bleibt dran, bleibt bei seiner Strategie. Will ihm hinterhergehen. Oh, und da ist der gefährliche High-Kick von Hansson. Da muss Koram wirklich gucken, dass er schnell den Kopf wegbringt. Oder zumindest noch eine Hand dazwischen. Oh, schön abgetaucht hier Kevin Hansson. Aber Koram bleibt hier oben. Koram will, glaube ich, wieder lieber runter. Und deckt hier aber Hansson erstmal mit Schlägen ein. Und wirft ihn gleich wieder hier. Schön gemacht. Kaum Gegenwehr von Hansson. Ich glaube, der wird sich schwer tun, Kevin Hansson. Hier im Bodenkampf. Das Publikum, das trägt hier so das Stimmenduell aus. Minden gegen Hannover im Augenblick. Die Mindener hier mit deutlich lauterem Zuspruch für Kevin Hansson. Der braucht auch ein bisschen Antrieb, der braucht ein bisschen Ermunterung. So, wie geht Omar Koram weiter vor? Neutralisieren sie sich beide. Na, Koram kann einfach die Arme nicht passieren von Hansson. Ja, diese langen Arme, die schlingen sich hier um Korams Arme. Ja, er will immer mal hoch, glaube ich, Omar Koram, um dann selber vielleicht einen Schlag zu setzen. Aber dann wird er sofort gepackt. Wie so eine Liane kommt dann ein Arm von Hansson. Ja, so unterhaltsam es jetzt am Stand war, so langweilig ist es jetzt gerade am Boden. Hansson hält hier nur fest. Koram kann sich nicht wirklich entfalten. Jetzt hat er mal ein, zwei Mal so ein bisschen versucht, Omar Koram da ein bisschen Druck mit der Faust aufzubauen. Ja, closing the windpipe. Koram legt die Hand hier Hansson aufs Gesicht, auf den Mund, sodass dieser nicht atmen kann. Eine Minute noch, Hansson kommt wieder nach oben. Und der Spinning Backfield. Sehr schön gemacht. Koram hier wieder steht auf dem Fuß von Hansson. Oh,
schöne Treffer von Hansson. Und wieder der Kick. Kick allerdings sieht man Körper. Zum Körper. Und Kick wieder zum Körper. Mit Kick. Oh, schöner Körpertreffer von Kuram. 20 Sekunden noch. Da wackelt er. Kuram hat ihn angeklingelt. Ja, geht hinterher. Noch mal getroffen. Holt sich jetzt hiermit wahrscheinlich noch die Runde. Boah. Sehr schön. In der ersten Runde. Finish von Omar Kuram. Der nochmal deutliche Treffer setzt. Eine kraftraubende Runde für beide. Der am Anfang vielleicht Kevin Hansson ein bisschen Vorteil hatte im Stand. Da sehen wir gerade, wie Omar Kuram nochmal trifft. Und dann diese lange, langwierige Partie da am Boden, wo ganz selten mal solche Aktionen kamen von Omar Kuram und Kevin Hansson. Der hat da im Prinzip alles nur versucht, durch Halten zu unterbinden. Second sound, please. Ladies and gentlemen, es werde laut, das ist harte Arbeit da oben und es ist gute Arbeit. Ein Frei zur zweiten Runde, second round. So, kommt nun die zweite Runde mit dem Schlussakkord von Kevin Hansson. Oder kann Omar Kuram, so wie gerade eben, zum Ende der ersten Runde nochmal richtig treffen, hart treffen. Kuram kommt hier wieder schön rein. Mit kurzen Haken überbrückt er die Distanz. Aber Hansson hier wieder mit den Körpertreffern. Unterhaltsames Duell der zwei Stilisten. Oh, schöne Kombination von Hansson. Da war alles dabei. Kopfhaken, Highkick. Und Kuram direkt geantwortet. Kommt hinterher. Jetzt sind sie bei uns in der Ecke. Ja, Kuram, wenn er dann schlägt, ganz kurz. Der holt nicht aus. Das ist ansatzlos, was er bringt. Gerade aufwärtshaken. Und Hansson löst sich wieder hier von Kuram. Der will wegbleiben, der will hier auf Distanz bleiben. Da funktioniert er besser, da funktioniert sein Stil besser. Mit den Kicks, mit den Schlägen, mit den Frontkicks. Oh, schöner Low-Kick hier von Cora. Oh. Oh. Da muss er aufhören, jawohl, diese kurzen Haken. Die schlägt Cora einfach low, aus der Deckung raus. Jetzt. Und jetzt wirft der Hansson. Haben wir jetzt das gleiche Spiel wieder wie in der ersten Runde? Oder kommt Kuram an den Beinen vorbei von Hansson? Sieht so aus, als würde er sich gut nach vorne arbeiten hier. Ja, Hansson weiß, dass er da weg muss. Ja, hier verliert Hansson den Kampf, denn Kuram kontrolliert ihn ganz gut auf dem Boden. Er kann zwar nicht hart schlagen, aber er kontrolliert ihn. Hansson versucht sich hier am Käfig wegzudrücken. Das wiederum ist erlaubt. Das können wir dann mal ganz kurz in der Situation sagen. Wegdrücken ja, festhalten oder einklammern mit den Zähnen ja. Nicht. Oder mit den Fingern nein, ja. Da hast du recht. Der Käfig darf wie eine Wand benutzt werden. Er kann wie eine Wand benutzt werden. Und die Anfeuerungen sind für beide da. Also das Publikum, der Mindener und der Hannoveraner. Die stehen hinter ihren Kämpfern. In diesem Duell, ja. So, und jetzt Kuram arbeitet. Immer wieder die Rechte auf den Körper und dann schnell drüber gezogen zum Kopf von Hansson. Wie im Stand, so auch am Boden. Körper, Körper, Kopf. Kuram hat einen schönen Mix gefunden, wie er Hansson hier zu Leibe rücken kann. Ja, am Boden, da wirkt er unbeholfen, Kevin Hansson. Da hat er einfach nicht die Mittel. Er kann dann maximal dafür sorgen, dass der Gegner nicht allzu viel machen kann. Jetzt versucht er selber. Versucht das mit einer Guillotine, allerdings ist die nicht besonders tief drin. Die hält jetzt Kuram zwar fest, aber die macht nicht wirklich Schaden oder
nicht wirklich Gefahr, als dass man jetzt hier den Kampf beenden könnte. Also den Bohnenkampf, den kontrolliert Omar Khorram. Aber auch der müsste jetzt mal gucken, dass er vielleicht oben drüber steigen kann. Was schwierig ist, weil Kevin Hansen da richtig eingeklammert hat. Das ist ein zähes Ringen da am Boden mit diesen beiden Kontrahenten. Ja. Hansen hält nur fest und Khorram kommt nicht dazu, richtig zuzuschlagen. Ja. Aber die Uhr, die tickt für Khorram. Der dürfte vorn liegen. Ja, das sehe ich auch so. Khorram hat jetzt hier in dieser Runde die besseren Treffer gesetzt. Jetzt sitzt sie die ganze Zeit bisher unten. Khorram ist oben. Kevin Hansson wird sein Versprechen, dass er oder seine Prognose nicht wahrmachen können. Nein, und heute hat er auch nicht die Chance, nochmal aufzustehen und noch so einen gefährlichen Kick zu setzen. Weil Omar Khorram das weiß. Ende der zweiten Runde. Was kann. Ende des Kampfes. Der Kampf wird an Khorram gehen. Und damit wird in meinen Augen jetzt auch im fünften Kampf die Fight School Hannover ungeschlagen sein heute Abend. So, da sieht man nochmal, Khorram ist der, der arbeitet, der Aktivität zeigt. Ansonsten war auch immer mit ganz kurzen Schlägen, aber das sind ja mehr Antipper. Ist, dass er da richtig einen Treffer setzt. Ja, vor allem dadurch, dass er auf dem Boden lag, konnte er nicht wirklich schaden. Ladies and Gentlemen, laut werden, schöner Kampf war's. Applaus für Kevin Hansen und Mohamed Omar Khorram. Ladies and Gentlemen, wir haben ein Ergebnis. Nicht nur, dass es ein Punkturteil ist, es ist auch das Knappste, was es gibt. Wir haben 2-1. Der Richter stimmt mit anderen Worten. Die Judges haben es sich nicht leicht gemacht, sind angehalten zu entscheiden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sieg bleibt in Hannover bei Mohamed Omar Khorram. Ja. Ein schwer erarbeiteter Sieg nach über einem Jahr Pause. Mohamed Omar Khorram, der Ingenieur, ist zurück und holt sich in seinem vierten Profikampf auch den vierten Sieg. Und Kevin, der Irish Lion Hansson, er muss zum ersten Mal als Verlierer das Cage verlassen in seiner Profizeit. Da war zu leicht auszurechnen, worauf er es abgesehen hat, Kevin Hansson. Und Omar Khorram hat es schlau gemacht, hat gezeigt, dass er da ein Ringfuchs ist mit 34 Jahren. Er hat es einfach perfekt gemacht. Also er ist immer die ganze Zeit nach vorne gegangen, hat Hansson sich nicht wirklich entfaltet. Die härtesten Kämpfer. We love MMA, ist der Hammer. Ich liebe diese Veranstaltung. Live. In deiner Stadt. Hast du schon dein Ticket? Eine Schlagparade. Oh, wow, da war ein Flying Triangle. Was ein spektakulärer. Und der Sitz. Das war's. Er hat den richtigen Armhebel, das war's. Wow.
Und in der Body Triangle und Chakawi kann den Bürger ansetzen. Der Bürger sitzt tief. Er sitzt wirklich tief, ja. Er sitzt wirklich tief. Und er tappt ab. Boah, starkes Comeback. Auf das linke Bein hier. Beide ziehen einen Leglock War hier. Der eine versucht an den Fuß des einen heranzugehen, der andere verdreht ihm das Knie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also der eine mit dem Tor, der andere mit dem Heel. Oh Gott, da gab es den Tap und das ist der Sieg. Genau das. Und das wird's gewesen sein. Das war's. Ja. Der ist weg. Der ist weg. Und das war's. Blitzschnelle Titelverteidigung für Adrian Zeitner. Am Hebel. Der ist gebrochen. Oh nein. Ach du liebe Zeit. Hier haben wir den Armhebel. Mäßige Armhebel. Und ihr seht's. Wenn ich das schon sehe. Der Abend schreitet voran und wir werden in zweistellige Kampf Nummer 10. Zwei Kämpfer, die ich lange kenne, sehr achte, sehr respektiere und beide sehr gerne kämpfen sehe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den Cage wird gerufen Daniel Makin. Mein Name ist Daniel Makin, ich komme aus Hannover. Ich bin froh, in meiner Heimatstadt kämpfen zu dürfen. Ich will heute ein Feuerwerk abliefern gegen Vitali Ginta. Glaubt mir, es wird der Kampf des Abends werden, es wird ein gepflegter Faustkampf. Us. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe in den Cage Vitali Ginter. Mein Name ist Vitali Ginter und seid bereit für eine Schlacht. Us. Ja, Vitali Ginter von einem der Gyms in Deutschland, von dem ich finde, dass es eins der coolsten Namen überhaupt hat, nämlich dem Cypher. Die Erwartung, wenn so ein erfahrener Mann, so ein Veteran wie Daniel Makin und dann so ein junger, man könnte sagen so ein Newcomer, wie Vitali Ginter aufeinandertreffen. 27 Jahre alt ist der Mann aus Bad Salzuflen. Drei Kämpfe hat er, alle drei hat er gewonnen. Und auch er war schon mal bei We Love MMA, also auch ihm ist das hier vertraut, diese Serie. Und heute muss er sich beweisen gegen einen so viel erfahrenen und so viel älteren Kontrahenten, der dazu noch das Publikum im Rücken hat. Ja, lustige Geschichte, Daniel Makin habe ich tatsächlich zuletzt gesehen. In Hamburg sind uns auf der Straße über den Weg gelaufen. Und zwar das letzte Mal, als Bieler für MMA in Hamburg war. Und da sollte er eigentlich kämpfen. Wir wollen nicht den Namen der Straße sagen. Achso. Nein. Wollte es ehrlich gesagt gar nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meiner Linken, 27 Jahre alt, 70,2 Kilogramm Kampfgewicht heute auf der Waage. Vertritt das Saiyan-Gym heute mit freundlicher Unterstützung der Fight School hier zu meiner Linken. Schneller Kämpfer, Instinktkämpfer, quick, sehr schöne Hände, mit allen Wassern gewaschen. Der Mann aus Bad Salzuflen, Vitali Ginter! Ladies and Gentlemen, Kampf Nummer 10, ganz großes Potenzial, Leichtgewicht, das Limit, Steffen Ramelow und Parteiischer im Ring. Meine sehr verehrten Damen und Herren, genießen Sie den Kampf zweier Könner. Daniel Makin und Vitali Ginter. Also rein optisch, wenn man flüchtig schaut, dann sieht Daniel Makin aus so ein bisschen wie Conor McGregor. Seconds out, betreu aus dem Ring. Seconds out, please. Ring frei, Runde 1, First Round. So, die beiden überspringen gleich mal die Abtastphase, da geht's gleich zur Sache. Da geht's gleich zur Sache, ja. Wunderbar. Oh, und Ginter setzt da aber nach. Stürmt rein. Greift sich die Beine von Daniel. Tja, da ist er nach vorne und jetzt klebt er an ihm dran. Daniel, der neutralisiert das jetzt, der macht es. Schöner Wurf hier.
ist noch in der Guillotine drin, aber da wird er gleich draußen sein. Daniel hält immer noch den Kopf fest. So, zwei kurze, trockene Schläge, nochmal nachgesetzt. Italy jetzt oben in der Guard, versucht sich aufzurichten. Oh, Markin dreht ihn hier fast. Italy bleibt an ihm dran. Knie zum Körper von beiden. Oh, da ist die Familie von Daniel Markin da. Der hat alle dabei. Den Papa Leonard, die Mama, die Christine, seine beiden Zwillingsschwestern Steffi und Vanessa. Also hier volles Programm. Familienausflug bei Markins. Vitali jetzt hier gegen den Käfig gepresst. Daniel macht Druck, sucht den Takedown. Vitali verteidigt gut. Mit einer kleinen Bewegung nach hinten hat Daniel Markin versucht, das Gleichgewicht von Vitali Ginter zu erschüttern. Aber er ist direkt in der Guillotine drin. Vitali hat ihn in der Guillotine drin und das ist tief. Da muss er aufpassen. Ich denke, er wird rauskommen, aber das war ein Tap-Out. Wow! Das ging sehr stark gemacht. Diese langen Schlagsignale. Das war das Gefährliche, das war das Kryptonit hier für Daniel Markin. Tja, der kann es doch gar nicht fassen, Daniel Markin. Und im Gegenzug Vitali Ginter, der junge Mann, der jüngere Mann, hat sich durchgesetzt. Also der Newcomer triumphiert über den Veteranen. Da hat er dran geglaubt, dass er sich damit hier die Submission holen kann. Und es war auch richtig. Tap out. Ladies and Gentlemen, geben Sie eine große Hand für zwei Ausnahmekämpfer, Daniel Markin und Vitali Ginter. Danke für den Kampf. Die haben sich beide nichts geschenkt. Wir haben Willen gezeigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 2 Minuten 30, erste Runde. Wir haben einen Guillotine-Choke angesprungen und einen entsprechenden Tap-Out. Der Sieg geht an Vitali Ginter. Und er bleibt unbesiegt in seiner Karriere. Vierter Kampf, vierter Sieg für Vitali Ginter. So, und Daniel Markin, 35 Jahre. Wieder die Luft noch für zwei Worte. Okay. Wird der nochmal wiederkommen? War ein heftiger Kampf? Ah, oh, ist ein sehr positiv eingestellter Mensch. Ich denke, er wird mal wieder kämpfen wollen. Weil ich muss eins sagen, was bringt SBG oder Thailand, wenn man Saljum und Falsko hinter sich hat? Awesome! Ja, damit spricht Italia. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 22.20 Uhr, es ist Zeit für das Main Event des heutigen Abends. Ladies and Gentlemen, erste Mal in der Geschichte von We Love MMA wird der Schwergewichtstitel ausgekämpft. Volles Regelwerk, 3x5 Minuten. Und es kommen zwei Kämpfer, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein können. Der eine, jung, neu im Spiel, sehr ungestüm, sehr nach vorne. Der andere, durchaus erfahren, mit, wir erwähnten es vorhin, einem wirklich großartigen Kampfnamen. Ladies and Gentlemen, ich darf Ihnen den ersten Grund vorstellen, warum ich auf gar keinen Fall ein Comeback gebe. Karl Nickel! Hey Leute, ich bin Karl Nickel, hol mir heute den Schwergewichtstitel. Ja, Karl Nickel vom X-Fight Minden, der erste Kämpfer, der heute Abend zum Tanz lädt, um den Schwergewichtstitel bei Wheel of MMA. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meiner Rechten stehen 105,2 Kilogramm Kampfgewicht und die meisten davon gehen nach vorne. 23 Jahre jung, er kommt mit der Empfehlung der letzten beiden gewonnenen Kämpfe und wie. X-Fight ist ein Zuhause, aus Minden stammt er, Ladies and Gentlemen, der kann richtig hauen. Karl the Bear Nickel! Und da steht's, the Bear. Und auf den Arm muss man aufpassen. Ladies and Gentlemen, den Cage betritt Sebastian Herzberg. Mein Name ist Sebastian Herzberg von der Fight School Hannover und ich werde heute Abend Schwergewicht-Champion. Ja, Herzberg, etwas fast genauso groß wie Karl Nickel. Allerdings wirkte er einfach für mich stämmiger, diese Grown-Man-Strength, wie man so schön sagt. Also so diese Kraft, die ein erwachsener Mann halt eben einfach hat, wenn er in seiner physischen Hochzeit ist. Wie alt ist denn der gute Herr Herzberg? 34, also der ist für einen Schwergewichter genau in der Hochzeit im richtigen Alter. Er hat eben auch diese Schwergewichterstatur und mit 106,2 Kilo ist er etwas schwerer, ein Kilo als sein Kontrahent. Also beide im dreistelligen Bereich. Größe gleicht sich fast komplett aus. Sebastian Herzberg 1,89 Meter und Karl Nickel 1,90 Meter. Das dürfte wenig Einfluss haben. Aber das ist angesprochen, er wirkt wesentlich stabiler. Ja, allein wenn man schon beiden auf die Schulter klopft. Bin gespannt, wie sich das so entwickeln wird, ob der Kampf überhaupt über die volle Zeit geht. Denn das ist bei einem Duell, bei einem Titelduell natürlich die Erwartung hoch ist, das ist klar. Schwergewicht ist dann nochmal die nächste Stufe, wo alle sagen, da muss es krachen, da muss es knallen. Und das muss ich mal zeigen, ob Sebastian Herzberg da der Typ ist, der das Ganze hier vorzeitig beendet. Er hat beide noch ungeschlagen, ja, das wird sich heute ändern. Und er Ladies hat und einen der kuriosesten Kämpfernamen. 106,2 Kilogramm. Erfahren, abgezockt, geduldig, Stratege. Ladies and Gentlemen, das Flaggschiff der Fight School und der Stolz der Stadt Hannover, Sebastian Herzberg. Sie nennen ihn Hannover Hühner. Ladies and Gentlemen, Kampf Nummer 11 des heutigen Abends, Main Event, die Gewichtsklasse, Heavyweight Division, 120 Kilo, das Limit. Distanz. 3x5 Minuten, volles Regelwerk der Unified Rules of MMA, Gerd Richter, unparteiischer im Ring. Der Preis, der Titel eines Heavyweight Champions nach Version von We Love MMA. Und einer wird ihn bekommen, Karl Nickel oder Sebastian Herzberg. So, Karl Nickel, der Bär gegen, und jetzt verraten wir es, Sebastian Herzberg, Mettbrötchen wird er genannt, das ist liebevoll gemeint. Den Namen hat er aber schon aus Kindheitstagen. Oh, er hat aber viel Vaseline im Gesicht. Ah, da. Das ist wirklich, das ist so ein Duell. Hier steht ein erwachsener Mann gestanden mit Sebastian Herzberg und noch einer, der aussieht, als wenn er gerade von der Schule mit Karl Nickel. SWR den Namen, Ring frei, Runde 1. Aber die sind entschlossen. 211 Kilo kombiniert im Käfig.
Beide zögern hier, sich zu begegnen. Boah, was war das? Die linke voll ans Kinn. Erster Schlag von Karl Nickel und der geht es auch gleich zu einer Guillotine. Oh, ich dachte schon fast, er könnte hier den Kampf gleich beenden. Oh, und nochmal die linke. Harte Schläge hier von Karl Nickel. Und Herzberg hier mit dem Takedown. Herzberg wirft Karl Nickel. Aber er muss aufpassen. Ja, die Takedown-Verteidigung von Karl Nickel ist jetzt nicht die beste, aber es reicht, um hier rauszukommen. Er hat aber die Guillotine drin. Herzberg ist in der Guillotine drin. Und hier geht es schon rundherum. Zieh, zieh, zieh. Ja, aber das wird nichts. Herzberg hat jetzt schon den rechten Arm hier um die Schulter gegriffen. Das sollte gehen, aber das nullifiziert den Joke. Herzberg sitzt hier auf Karl Nickel drauf. So, jetzt. Oh, kontrolliert ihn gut. Geht zum Arm in Triangle. Wird der unbesiegte Karl Nickel jetzt hier ausgechoked? Ah, da hätte ich eine wunderbare Verteidigung hier für. Oh! Was? Wahnsinn! Wahnsinn, Herzberg! Eine Minute! 14 Sekunden! Wahnsinn! Der Hannoveraner holt sich hier den Schwergewichtstitel. Der in Schwergewichtschampion heißt Sebastian Herzberg! Wahnsinn! Sensationell! Da wird er in den ersten 10 Sekunden runtergestreckt von dem jungen Karl Nickel. Scrambelt sich dann nochmal hoch. Und da spannt er nochmal an, da zeigt er alles. Und holt sich die Submission. Wahnsinn! Und da macht er noch eine Rolle im Käfig. Wow, für die Fight School konnte es heute Abend nicht besser laufen. 6 Kämpfe, 5 Siege, 1 Unentschieden, 1 Schwergewichtstitel. Unbesiegt die Jungs aus Hannover heute Abend. Wenn wir für die Fight School Hannover sprechen, ja, die haben heute eine Bilanz hingelegt. Das ist ganz schwer zu toppen. Und da kommt der Tap. Das war überraschend für mich, dass das so schnell ging. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vorhin habe ich darum gebeten. Jetzt fordere ich das ein. Auf die Füße, Standing Ovations für unsere Big Shots, Karl Nickel und Sebastian Herzberg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein Ergebnis. Ladies and Gentlemen, wir haben nach 1 Minute 39 Sekunden einen Sieg durch den Bau. Grund dafür war ein Arm Triangle Choke. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt nenne ich auch den Kampfnamen. Der Sieg geht an Sebastian, das Mettbrötchen Herzberg. So, nun komm mal her, du Mettbrötchen. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen den Gewinner des Kampfes vorstellen, Nummer 11. Wir haben Geschichte geschrieben, es ist der erste Schwergewichtschampion nach Version von Real Life MMA. Rechts neben mir steht er, hat einen komischen Kampfnamen. Ihr Applaus für Sebastian Herzberg. Basti, zwei, drei Fragen. Erstens, wie fühlt sich das an? Gut. Okay, zweitens, wem möchtest du danken? Allen. Drittens, wann wirst du verteidigen? Gut. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Die Fight School Schnitzer in eine ordentliche Kerbe legen wollen. Ladies and Gentlemen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart. Eure Homies haben richtig gerockt. Ich bitte um Unterstützung für die nächste Veranstaltung. Ladies and Gentlemen, wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dann. Tschüss.
Das war We Love MMA 53 hier aus Hannover. Es geht weiter schon in 14 Tagen in München, nämlich am 14. März. Dann sehen wir uns wieder mit den nächsten Kämpfern im Cage. Und in Hannover, da sind wir in einem Jahr wieder zu Gast. Das Datum ist auch fix, 27. März 2021. Dann wieder in Hannover, dann hoffentlich wieder auch mit mir, mit Sascha Sharma, der heute ebenfalls natürlich mit kommentiert hat. Vielen Dank an ihn, mit Gonzo und sicherlich wieder mit vielen Kämpfern aus Hannover. Danke, dass Sie alle dabei waren, dass Sie zugeschaut haben. Und für die, die jetzt die Halle verlassen, kommen Sie gut nach Hause und Servus!